So, herzlich willkommen hier auf der Richard-Gebert-Sportanlage in Schwadorf. Und zwar heute die Challenge Bowl Canuntum Legionaries gegen die Gladiators Ried. An meiner Seite der liebe Adi. Servus Adi. Hallo Andi, grüße. Freut mich, dass ich eingeladen worden bin. Wie ihr schon erkennen könnt, habe ich mir in die Schale der Gladiators geworfen, weil der Andi da die Legion vertritt. Ne? Ich werde da heute ein wenig für die Gladiators sprechen, während der Andi die Legion vertritt. Wir werden denen auf die Murmel hauen, ne? Wie sie es früher auch schon immer gemacht haben. Das haben sie schon immer probiert. Probieren die Gladiators heute natürlich da mit der Challenge Ball aus Schwadorf dann zu flüchten. Schauen wir mal, wie es wird. Matchbeginn ist 14 Uhr, strahlender Sonnenschein, das Stadion fühlt sich, wirklich tolle Atmosphäre. Adi, Ried und die Legionaries, die Ried haben ja Perfect Season gehabt, quasi bis jetzt. Und Legionaries auch Niederlage gehabt. Wie schätzt das Match heute an Spannung nicht zu überbieten? Wenn man jetzt die Saison zugrunde legt, muss man sagen, die Legionaries haben super gestartet, riesen Ergebnisse gespielt, riesen Siege eingefahren am Anfang von der Saison, sind dann aber ein wenig abgefallen, haben ein bisschen nachgelassen im Laufe der Saison, haben sie jetzt auch im Halbfinale jetzt ziemlich gewöhnen müssen, dass sie über die Gmunden drüber gekommen sind. Bei den Riedern hat es ganz anders ausgeschaut. Relativ schwache Ergebnisse zu Beginn, es hat zum Siegen gereicht, aber jetzt zum Schluss die Rivers besiegt. Ja. Das war das gleiche Halbfinale, wie wir es vor einem Jahr gehabt haben. Da haben die Rivers noch 32-0 gewonnen. Mhm. Diesmal mit 15-7 für die Gladiators. Also die Gladiators kommen hier an einer High Note nach Schwadorf. Schwadorf. Und deswegen würde ich es einschätzen, dass wir echt eine 50-50-Möglichkeit haben heute. Ganz spannendes Spiel zu sehen. Es gibt keinen Favoriten, würde ich sagen. Routine spricht natürlich ein bisschen mehr für die Legionaries. Aber ich würde jetzt Ried da wirklich eine 50% Chance geben. Heute. Wir sehen jetzt die Teams beim Einlauf. Danke an unsere Handykamera, den Patrick Dienhoff, der da die Bilder für uns einfängt. Rieder laufen ein. Adi, wir sitzen hinterm. Wir sitzen da vor dem Hadrianswal. Wir haben uns natürlich was überlegt. Nachdem das ja ein Revival vom alten Kirk Douglas ist, ne? Die Legion gegen den Gladiator. Jawohl. Und wir haben das ja jetzt auch beim Leinlauf schon gesehen. Der Christoph Diermeier da mit Russell Crowe-Maske auf. Ne? Ja, genau. Also Ried hochmotiviert, hat man gesehen. Haben wir einen guten Kader mit heute. Und hier kommen unsere Legionaries. Die Cheerleader der Canuntum Legionaries im Einlauf. Ja, ganz spannend, die Legion steht, das Maskottchen der Lupo mit einem jungen Legionär beim Einlauf, unser Lupo. Ja, Lupo schaut ein bisschen aus wie der Bursche aus Asterix, ne? Mit dem Helm. Ne? Ja. Hoffentlich ist das kein schlechtes Zeichen, ne? Weil die haben da die Legionäre auch immer ein bisschen Schuss gekriegt. Aber das werden wir heute sicher nicht sehen, also es wird sicher eine ganz spannende Begegnung. Auf der letzten Rille, hoffentlich sehen wir wirklich vier Viertel spannendes Spiel. Jawohl. Und dann möge der bessere Römer gewinnen. Die Legion Fanfare läuft gerade an draußen am Platz. Die Spieler stehen, ich glaube, ein bisschen Nervosität, man sieht es an einem Nagler mit der Nummer 35, ein bisschen Nervosität ist schon da. Legionäre stehen jetzt nach 10 Jahren das erste Mal im Finale. Das gleich daheim ist natürlich ein Highlight für die Legionaries. Und wobei man aber sagen muss, der Rebuild bei den Legionaries ist jetzt 5 Jahre alt. Also es ist das 5. Jahr dieser Mannschaft, die sich sukzessive gesteigert hat, jedes Jahr ein bisschen mehr auf den Plan gebracht hat, heuer wirklich eine super Saison gespielt hat, zum ersten Mal das Passspiel auch etablieren hat können zu einer immer guten Defense und einem soliden Laufspiel. Ja. Also es ist eine vielseitige Mannschaft geworden und sie gehen da auch relativ ruhig und gesittet aufs Feld, wollen damit demonstrieren, dass man den Hype nicht braucht, sondern das in Legionärsdisziplin einfach abfrühstückt. Wir werden heute die Starting Defense vorstellen, Adi, der Legionaries. Ja, da haben wir schon den ersten Mann vorneweg. Wer wird der Erste sein? Ich glaube, es wird die Nummer 1 sein. Daniel Kohler, Sam Linebacker der Legionaries. Außerordentlich guter Mann. Vor allem ein unfassbarer Laufverteidiger, muss man sagen. Ja, aber auch in der Offense einsetzbar. Die Nummer 11. Der Lukas Hammerschmidt, seines Zeichens Cornerback. Und Sebastian Ernst, unser Safety, der Gott sei Dank nach Verletzungspause wieder zurückgekehrt ist.
Dann haben wir die Nummer 24 in Florian Malberg. Er ist der Middle Linebacker, der Legionary ist. Ja. Auch ein guter Laufverteidiger, aber der Bursche ist auch in der Passverteidigung eine Macht. Ja. 35 Moritz, Christopher Moritz und Manuel Nagler, die Nummer 35. Und der Obmann, Stefan Stieger, Free Safety. Ja, durch den, dass wir ein bisschen später eingeschaltet haben, wir werden euch ein Interview mit diesem jungen Mann nachliefern, aber jetzt haben wir die Nummer 66. Friedrich Bahr, er ist der Nose-Tackle hier in dieser Defense. Oh, die Nummer 70, na, den möchte ich auch nicht in die Hände geraten. Also ja, der schaut furchterregend aus, der gefällt mir. Dann haben wir Benjamin Bahr, Defense End mit der 71 und der Nummer 99. Steve Berger, sogenannt Bebel. Ja, Sie sagen Bebel. Aber Steve Berger, eine Legende mittlerweile im Verein, ist eine große, ganz große Komponente dieser Defense. Also die Defense über Jahre eigentlich das tragende Element dieser Legendaries-Franchise. Aber mittlerweile muss man die Offense gleich stark einschätzen. Und laufen kommen, ja. Also da haben die Coaches wirklich gute Arbeit geleistet. Wir hören jetzt die Bundeshymne, da werden wir zwar ein bisschen mithören. Wahnsinn, oder? Da rennt ein bisschen immer die Gänsehaut mit bei mir. Also 10 Jahre hat man darauf warten müssen, das bei den Legionaries zu erleben. Ja. Was man auch gesehen hat jetzt hier, ganz interessant, Katrin Teil ist hier eine Dame auch mit dabei bei den Legionaries. Ja, ein fester Bestandteil unserer Defense. Da sieht man ganz deutlich, dass in Football Österreich bei Damen und Herren also Gleichberechtigung völlig herrscht. Das sieht man auch in der Schiedsrichtercrew. Ja. Die werden wir jetzt einmal vorstellen. Ja. Wir haben unseren Referee Christian Steiner. Er wird das Spiel heute leiten. Er ist der Whitecap, der Mann hier mit der weißen Kappe. Den dann werden wir dann auch noch zum Interview bieten in der Halbzeit. Michaela Resinger ist der Umpire. Dann haben wir Headlinesman in Gerhard König. Line Judge ist die Sally Melanie. Backjudge Michael Grenn, Fieldjudge Markus Milgramer und Sidejudge Michael Olitzny, also auch ein großer Name. Das ist die Creme de la Creme der Schiedsrichterschaft in Österreich, muss man mittlerweile sagen. Also ja. Top besetzt dieses Finale. Und das Finale, von der Schiedsrichterseite. Und jetzt beobachten wir mal da in Cointas. Ganz interessante Leute haben wir da dabei. Michael Presworski, der Wide Receiver mit der Nummer 13, ist wirklich eine gute Commodity. In 34er sehen wir da, das ist der Valentin Leutgeb, er ist Linebacker. Dann, wen haben wir da noch? Die Nummer 48, Daniel Hoffmann, Defense Back, das ist der Free Safety, der Rieder. Und dann haben wir die Nummer 17, Johannes Sauer, ein Legionär aus Deutschland. Das ist der Quarterback mit der Nummer 17. Aber einen Mann, und den werden wir dann im Spiel beobachten, den habe ich mir da draußen beim Aufwärmen angeschaut, ein Hühner vor dem Herrn, die Nummer 49, Manuel Nehmerfall. Also der schaut nach Umf aus, aber der junge Mann. Der Kader, weil wir haben ja das oft bei Double Trouble angesprochen, die Kaderstärke ja bei beiden Teams enorm für Corona eigentlich wirklich toll, oder? Ja, es ist, sagen wir mal, überdurchschnittlich solider. Die Gladiators treten mit 37 Leuten heute an, haben 3 Ausfälle zu verzeichnen, die sind mither angereist, aber 37 Mann aktiv. Bei den Legionaries sind es 40 Mann, die heute aktiv sind. Also personell top aufgestellt beide Teams. Ja. Von dieser Seite her gibt es keinen Favoriten Außenseiter oder irgendwelche, sagen wir mal, störenden Nebengeräusche. Wir sehen den, wir sehen den Bürgermeister von Petronell, der jetzt den Cointos macht. Und der Bürgermeister von Schwaderfügen, Marschall, wird dann einen Ankick machen, den Ehrenankick. Ja, was gibt's? Was schätzen wir?
17 Yards, 18 Yards, 33 Yards, ist nicht das, unterschätzen, das ein guter? Jürgen Marschall hat lange im Tor gespielt, kann Abstöße geben. Okay, also können wir uns da wirklich auf einen 40-Jähriger, 50-Jähriger vorbereiten? Können wir sie einrichten, ja. Also ich kenne ihn, Jürgen, ich habe zwar nicht direkt gegen ihn gespielt, aber ich habe ihn im Spielen gesehen, also er kann schon recht gut. Ah, die Reader werden receiven. Ja, die Legendaries haben Legendaries den Coin-Toss gewonnen. Second Half Option, also die Förder der Second Half. Ja. Damit beginnt Reed mit dem Ball, die Legendaries werden kicken. Ja. Das ist schon mal ein Statement, wenn man Coin-Toss gewinnt und sagt, man geht so mal mit der Defense an. Und damit hat man dann als Erster in der zweiten Halbzeit den Ball. Was gibt es noch über die Rieder-Mannschaft zu sagen? Spielen jetzt eigentlich erst ihre zweite volle Saison. Ja, genau. Haben in der ersten Saison die Playoffs erreicht, haben da 4-2 gespielt. Ja. Sind damals an den Rivers gescheitert, sind jetzt also sozusagen im ersten Finale ihrer Vereinsgeschichte, obwohl sie auch mit dem dritten Platz voriges Jahr aufgestiegen sind. Ja. Also haben sich heuer in der neuen Liga durchgesetzt. Und es ist ja auch schon jetzt klar, beide Mannschaften werden nächstes Jahr eine Liga höher antreten. Ja, genau. Also da hat das Finale jetzt keinen Impact mehr, aber es, um was es trotzdem geht, ist die Goldmedaille, die genau, natürlich jede Mannschaft haben. Holen. Und Reed, wie gesagt, relativ junges Team, zwei volle Saisonen, erst vor 4 Jahren gegründet, vor 2 Jahren dann das erste Spiel. Seitdem eine sehr aufstrebende Macht im Football Österreich. Ja. Ich habe mir die Mannschaft ein paar Mal angeschaut, sie sind relativ gut jung aufgestellt, haben sehr viel Gamespeed, sind vielleicht da ganz leicht zu favorisieren, sie sind wirklich schnell und gut zu Fuß. Aber bei der Kraftkomponente, da ist der Legionär gar im Vorteil, würde ich sagen. Ja. Weil die Offense-Line der Legionaries, das ist eine Macht. So, unser Kamerakind Patrick Dinoff ist jetzt auf der Tribüne angelangt, er ist wieder da. Danke Patrick, super Bilder eingefangen. Jürgen Marschall sehen wir gerade jetzt so, jetzt werden wir schauen. Also, er Jürgen, enttäusch mich nicht. 35. Gib dein Bestes, ich will einen super Kick sehen. Ich hoffe, er hat sich aufgehört, nicht, dass er sich ein Ziel holt. Ein zu kurzer Anlauf, definitiv. Ich hoffe, er holt noch aus, 1-2 Meter. Schuhwerk gar nicht gut gewählt, aber so, er ist bereit, das hoffentlich. Aber er ist bereit und? Na, was haben wir da gesagt? Das ist was der Steigwinkel bis zur 52-Yard-Linie, dann ist er Stober gekommen. Also, das waren gute 39 Yards. Ja, ich glaube, wir werden ihn rekrutieren, wir werden mit ihm reden. Ja, das hat er gar nicht schlecht gemacht. Also, da muss man wirklich sagen, so, sehr zufriedenstellende Leistung von dem jungen Mann. Passt, gut. Wir sehen jetzt gleich den Ankick. Wir wollen uns natürlich bei unserem Sponsor heute, der Cloud Company, bedanken. Die Cloud Company sponsert heute den Livestream. Ja, Alexander Betznik aus Bruck an der Leiter mit seiner Firma beheimatet. Ja. 3-4 Jahre gibt es das Ganze schon. Also Cloud Company, gute Sache. Wir bedanken uns da als Streampartner, euch gewonnen zu haben. Und ja, dann starten wir mal los. Wir warten auf den ersten Kickoff. Ja, überraschende Formation sehen wir bei den Gladiators, die hier scheinbar einen Onside-Kick befürchten. Die bringen da alles an die 45. Schaut so aus. Das ist eine ganz eigenartige Formation. Völlig unser Dreibein untypisch. Wieder beim Ankick. Alexander Dreiball ist bereit. Schau, die bringen da echt 6 Leute in die erste Wäsche. Ja. Warum tut man das? Okay. Relativ guter und schöner Kick wieder von Andy Seba. Ist der gegangen? Ja, man läuft. Er ist noch immer auf den Beinen, ist durch. Oh, ein richtig guter Auftakt für die Gladiators. Ja, ja. Also, gut verstehen. Es macht scheinbar einen Sinn, 6 Mann vorne zu haben. Ja, hat er recht gut ausgeschaut. Schaffen das da schon ins Territory der Legendaries. Sind über der Mittellinie, fangen den ersten 3 von der 45 an. Ein Top-Auftakt. Ich habe jetzt die Nummer nicht lesen können. Wer war da der Returner? Hast du das gesehen? Ich habe es nicht gesehen. Ich glaube, es war der 13er. Es war Michael Przeworski. Das ist leicht möglich. Ich habe es jetzt gar nicht gesehen im Moment. Es könnte aber auch der Simon Schatzl gewesen sein. Es war 13 oder 14 war die Nummer. Okay. Es ist im Gegenlicht, damit der Sonne ist und die Nummer nicht leicht zu lesen von den Gladiators. Also da könnte uns öfter mal ein Fauxpas passieren. Wir entschuldigen uns schon vorher. So, guter Snap. Ah, jetzt haben wir das Bild kurz verloren gehabt. Eine erste Incompletion. Ja. Ein wenig Druck über die Seite haben wir da gehabt. Und wir haben eine Incompletion. Der ist relativ groß, gell? Die Räder sind ja eigentlich kein Pass-Team. Das sind ein relativ, sagen wir mal, laufintensives Team. Ja. Aber was sie vor allem sind, sie sind ein Defense-Team. Ja, also ja. Die Defense ist mächtig von den Gladiators. In der Offense performen sie gut genug, sagen wir mal, um Spiele zu gewinnen, aber das Prunkstück ist die Defense. Also wir können heute von einem mittleren oder Low-Scoring-Game ausgehen, es wird sicher keine Punkte hageln. Run.
Ja, aber schön gestoppt, aber doch einige Yards gemacht. Ne? Da sieht man die Offense Line, wenn man sich die Körper anschaut, sind nicht die größten und schwersten größtenteils, aber sind gute Techniker. Der Lauf wäre eigentlich für 3 gestoppt gewesen, haben noch 7 Yards draus gemacht. Also ja, da ist noch was gegangen, ja. Und da sieht man die Qualität der Räder. Laufspiel ist ihr Steckenpferd. Da muss man sie stoppen, dann hat man gute Chancen, aber momentan die Legendaries müssen da zuerst einmal ein bisschen die Nervosität ablegen. Ja, das ist, also bei den Legendaries sieht man am Anfang oft dieses Abtasten. Ich glaube, das ist bei allen Teams so, die ersten paar Minuten, was passiert, was tut man, was macht man. Ja, schaut wieder nach einem Run-Game aus. Jawohl, ist auch so. Und das könnte das ist das knapp neue gereicht Start aus, haben. Ja. Wie viel ist neue First Down? Das war die Nummer 44, Florian Puttinger. Die Gladiators setzen ja auf ein Running Back Committee. Die haben nicht einen Mann, sondern haben da wirklich 4-5 Running Backs, die allesamt laufen. Also wir werden nicht von einem Mann hohe Statistiken sehen, aber das waren jetzt hintereinander 2 gute Läufe von verschiedenen Leuten. Und man sieht schon, Offense Line, Laufspiel, da sind schon mal gut dabei. Adi und ich machen ja nicht nur die Livestream-Kommentation, wir haben auch unseren Double Trouble jeden Mittwoch auf YouTube bei Canuntum Legendaries und Legendaries TV. Würde uns natürlich freuen, wenn ihr uns da zuschaut und liken tut. Ein bisschen Werbung in eigener Sache, aber ich glaube, das gehört dazu. So, wieder diesmal ist es die Nummer 38. Florian Poller. Der steht auf unserer Liste eigentlich als DB. Als DB, ja, ich sehe es auch gerade. Ja. Setzt sich aber da wieder gut durch. Das waren wieder gute 6 Yards, 5-6 Yards, wenn es gut sind. Ja, es, schauen wir mal, sagen wir mal, jetzt haben wir der erste Drive positiv abgeschlossen als First Down und jetzt sind wir schon wieder auf der, glaube ich, 6-Yard-Linie. Ja, es läuft für die. Wir befinden uns ungefähr auf der 28. Ja, ja, aber 6 Yard was gemacht haben, jetzt habe ich gemeint. Also. Andi, sei nicht so streng immer mit mir. Ja, nein, wir müssen da schon sachlich bleiben. Andi, komm jetzt. So, ich glaube, wird schon wieder ein Laufspiel. Ja. Nein, ein Rollout. Okay. Fake Handoff. Oh, und ein Fumble. Und ein Fumble von der Nummer 36. Nummer 36. Ja, nein, der Fumble hat. Ja, ja, aufgenommen hat der andere, aber 36 hat das Fumble. Der 17er hat ihn verursacht. Verursacht. Aber er hat meine Flagge. Was wir jetzt da vor dem Spielzug gesehen haben, eine ziemlich geschlossene Bunch-Formation, die da gespielt wird bei den Gladiators. Ja. Also versuchen gar nicht erst einen Pass-Spiel zu verkaufen. Und hier haben wir eine Flag, man berät, ich habe es nicht gesehen. Nein, ich habe es auch nicht gesehen. Auf alle Fälle, Schwadorf kommt nach Schwadorf. Ich glaube, es ist noch ein bisschen was frei an Plätzen. Ein cooles Finale, gute Stimmung. Man sieht die Tribünen schön gefüllt. Wirklich tolle Atmosphäre, tolle Stimmung. Ja, die Raves genannt. Ich hatte echt einen Ärmel. Ja, klar. Das ist, ja, ja. Wie ein Wesentest. Das ist der Florian Binder. Seines Zeichens Defense Tackle. Ein tralles Ding. Okay, das ist wird man ablehnen. Ja. Wird man ablehnen. Jawohl. Also, es war Holding von der Offense. Man hat jetzt die Strafe, die Legendaries haben sie abgelehnt. Warum? Weil man das Fumble gemacht hat, dadurch im Ballbesitz ist und dann natürlich sagt, na, auf die Strafe verzichten wir, weil wir haben den Ballbesitz. Ja, ja. Ich würde sagen, einmal ein kurzes Statement wieder von der Defense. Ein Stop, ja. An der eigenen 19-Yard-Linie geht es jetzt für die Offense los. Ja. Aber man hat gesehen, Reed sehr, sehr, sehr gefährlich. Ja, ja. Gut zu Fuß. Okay, das war jetzt natürlich ein kleines Hopperla von Herrn Sauer, aber man sieht, dass die Legendaries da wirklich heute gut zu tun haben werden. Ja, auf alle Fälle. Und jetzt schauen wir uns mal an, wie das Prunkstück der Rieder da zuschlagt jetzt. Läuft jetzt von den Legendaries. So, Clemens Bauer wieder der Quarterback. Aha, man setzt auf das Passspiel. Oh, wer war das? Die Nummer 40. Die Nummer 40, das ist Alexander Plaschek, unser Stexi, der ja beim Match gegen die, ich glaube es war gegen die Spartans oder Bluehawks, wo er 3 Touchdown in einem Viertel aus einem Lupen einer Hattrick gemacht hat. Was man jetzt gesehen hat, was viel interessanter war, wie der überworfene Ball ist, gute Protection auf der Außenbahn, kein Druck von den Riedern kommen, also viel Zeit für den Quarterback. 49 hat gerade gehabt, Manuel Nimmervoll, in der angesprochenen Manuel Nimmervoll, ein ganz Blauschau gehabt mit einem Ref. Ja, und schaut er den Körper an, also der, das der ist ja ein Knecht. Das ist schon ein Knechterl, ja. Weil sie sich ein bisschen Kaffeeblauschau ausgemacht haben. So, zweiter Versuch und 10. Zweiter Versuch und 10, Motion. Reed, Linebacker droppen in Coverage, rechnen also mit einem und Pass. Und die Nummer 8, Clemens Bauer geht selber, aber gestoppt.
Patrick Eder da am Deckel zusammen mit der Nummer 64. Christian Kolb. Christian Kolb, wir haben leider auch einen Emanuel Kolb, der ist leider verletzt. An dieser Stelle gute Besserung an unseren Manuel. Ist eigentlich unser Mittellinebacker, etatmäßiger. Und ja, den fuchst natürlich total heute, gerade Finaltag. Ja. Und aber das bereitet einen dritten und was stemmen. Ich glaube, das werden so Dritter und Sieben sein. So was in der Art. Ja, also ich eine denk, typische Passsituation. Man wird passen, ja. Man sieht es schon am Stand der O-Liner, dass sie das schon auf einen Dropback vorbereiten. War schnell durch. Schöner und eine Interception. Da hat die Nummer 29 zugegriffen. Christoph Spiesberger schnappt sich hier das Spielgerät. Seines Zeichens Strong Safety, der Räder. Ja. Was hat man da gesehen bei dem Pass? Er war eigentlich, da war niemand. Druck durch die Mitte. Ja, man hat gesehen, der Druck ist gekommen, man hat den Ball losen müssen. Ist in so einer Situation nicht doch oft gescheiter, wenn ich gehe oder doch den Sack einstecke? Man leicht gesagt, jetzt als Quarterback musst du reagieren in der Zeit, wo der durchkommt. Ja, aber ne? Was du wahrscheinlich jetzt im Augenwinkel nicht gesehen hast, der, sagen wir mal, tiefe Post über die Mitten deswegen abgewürgt, weil er da in einen Linebacker reingelaufen ist. Ah, okay. Also es wäre ein Mann in diese Zone gekommen. Okay, okay. Aber der Ball, durch den Druck hat er nach hinten gehen müssen. Ja. Damit wird der Ball hoch und beginnt zu segeln. Mhm. Also er hat ihn sicher 5-6 Jahre zweit gelegt. Okay. Aber das war dem Druck durch die Mitte geschuldet. Und das war die Nummer 49. Dann nehmen wir voll, ja. Hat er zugeschlagen. So, wir stehen jetzt wieder dort, wo wir waren. Gut, noch immer auf den Beinen. Aber jetzt stoppt man den Lauf. Mhm, Nummer 36, Simon Däubler, Running Back. Macht hier 2 Yards, 1 Yard. So ungefähr wird es gewesen sein, 1 Yard, ja. Aber man sieht, dass sie die Räder jetzt schon sehr auf den Lauf fokussieren. Ja. Wenn man sich die Formation anschaut, sie haben den ersten Drive mit einem 2x2 Spread begonnen, mhm. Haben jetzt schon 2 Leute nach innen gezogen, haben jetzt 2 Titans dran stehen. Und jetzt gingen sie überhaupt gleich in eine Heavy Formation, gar keine Receiver mehr drauf oder die Receiver ganz eng an der Line. Also Sauer rollt nach außen und ein Incomplete Pass. Ich glaube, man hat sich auf die gute Weile eingestellt, auf die Legendary Defense. Man weiß, dass die Legendary Defense in der Mitte sehr stark ist und jetzt die ganze Zeit spielt man eigentlich die Rollouts. Allein durch die Mitte haben wir fast noch gar keinen gesehen. Und ich glaub, ja, das ist der Ansatz in diesem Play war eigentlich, dass man komplette Broken Coverage kriegt, ja. Weil dieser Passempfänger von der Line of Scrimmage mit seinen Corner nach außen nicht verteidigt wird. Gut verteidigt, aber der wäre offen gewesen, also den hätte man fangen können. Ja, ja, ja. Und das wären dann schon die ersten Punkte gewesen. Ja. Man so. Geht in ein Single Receiver Set. Schaut wieder nach einem Run aus. Ja, und fast wäre die Nummer 99 drauf. Oh, Mistake, aber 99 hat er jetzt noch. Und schaut wieder nach einem Fumble aus. Ja, schaut wieder noch ein Fumble aus. Das Zeichen der Referees. Ich glaube, der Ball ist erst nachher rausgekommen, aber wir werden. Na, schaut noch ein Fumble aus. Das zweite Fumble, Adi, ist natürlich, wenn du in der Offense bist, das Lauf, was er für die Reader ist, ist im Moment natürlich ein Momentum, das nicht brauchen. Ne? Na, ist ein Momentum, das nicht brauchen. Es ist auch verwunderlich. Wir haben strahlendes Wetter. Ja. Es ist weder feucht noch nix, irgendwie klamm. Los, wir haben gute 14, 15 Grad werden es sein. Also schönstes Herbstwetter für das Datum, das wir heute haben. Ja. Deswegen die Handling-Probleme ein bisschen überraschend. Aber halt auch stark gemacht von der Defense. Sehr stark, sehr stark. Aber wie gesagt, es schaut halt für die Reader, weil jetzt zweimal das Momentum gehabt, kurz vor der Endzone zu stehen. Eigentlich schon in der Red Zone, wenn man sieht. Und dann halt das Fumble zu machen. Gut, schauen wir die Offense, was der Offense der Legendaries, was die jetzt abliefern. Man wird gespannt sein. Aber es kündigt sich ein früher Defense-Battle an, sagst du das? Ja, schau das, die Nummer 33, Alex Ernst jetzt am Ball. Und ja, Alex Ernst hat immer an den Beinen. Das braucht es. Das, genau. Sehr schöner Lauf von Ernst. Super Run. Jetzt war ein richtiges Statement einmal von den Legendaries. Der Run, First Down und der Drive einmal super funktioniert. Ne? Unberührt aufs zweite Level, hat dann den ersten Kontakt erst beim Outside-Linebacker annehmen müssen. Da hat er natürlich schon richtig Fahrt gehabt. Ja. Und das ist natürlich der Mann, den es zu stoppen gilt in der Legendaries Offense. Ja, das wissen wir seit 4-5 Jahren. Das ist der, eigentlich so der Starspieler. Er ist der Starspieler, ja. Sagen. Alexander Ernst mit der 33, genau. Guter Pass, Nummer 80, Daniel Buchinger und wieder schön durch. Für gute 7 Yards ist das gegangen. Ja, schön gespielt. Ja, Alexander Ernst,
immer wieder für eine Menge von Yards und Touchdown zuständig bei den Legionnaires, aber leider auch des Öfteren verletzt gewesen. Heuer mit Gott sei Dank die ganze Season durchgehalten. Das hat uns natürlich gefreut. Und ja, wie du sagst, das aber ist... Aber ich habe auch heuer relativ wenig Verletzungen gehabt. Ja, zu ja. Euren also normal, du warst es ja. Ne? Normal haben wir ja immer. Also heuer war es wirklich, Gott sei Dank, muss man sagen, Holzklopfen war es in Ordnung. Und das hoffen wir natürlich auch für beide Seiten heute, dass... Das die schlimmste Verletzung, ein eingerissener Fingernagel ist. Ne? Genau, also, genau. Der wir sehen ein Flag, ich habe es jetzt nicht gesehen. Was? Ich glaube, das war ein False Start in der Mitte. Es könnte sogar illegal Snap gewesen sein. Also irgendwas hat sich in der Mitte bewegt von der Offense Line. Das ist natürlich ja, schlecht. Und noch. Da ist das Zeichen auch schon. Ja, ja die sind Steiner. Diese Strafen. False Start. Das heißt, 5 Jahre zurück, das heißt, man bringt sich um die Früchte. Das sind halt Strafen, die siehst du als Coach nicht gerne an, oder? Nein, es gibt ja zwei Arten von Strafen. Es sind Deadball-Fouls oder sagen wir mal technische Fouls vor dem Spielzug, die bringen einen zu Weißglut. Ja. Mein Schlimmste ist Delay of Game. Also Delay of Game hast du, das kannst du dir nicht vorstellen. Und das sind natürlich total unnötige Yards. Ein Holding ist eine im Spielzug Strafe, das muss man manchmal machen. Ja. Aber das ist natürlich, bringt einen zu Weißglut, ja. Gut, das und damit ist Reed wieder gut positioniert. Sind sie wieder drauf, ja, es kommt wieder ein Pass. Pass ist an und schön angebracht, die Nummer 80, Daniel Buchinger. Ja, super, ja. Wir haben es first down. Das ist genau das gleiche Play, das am Anfang spielen wollte, wie der Ball jetzt hoch und weit geworden ist. Ah, wo wir die Interception geworfen haben. Weil er zu dem Zeitpunkt Druck durch die Mitten gehabt hat, den hat er jetzt nicht gehabt, deswegen hat das perfekt funktioniert. Und man wird den Spielzug öfter sehen. Mhm. Die Rieder stängern mit ihren Safeties gerne hoch und weit auseinander, um außen mitzuhelfen. Mhm. Also man sieht das jetzt, two high safeties, aber schau dir den riesen Platz in der Mitte an, ja, der da offen wird lassen wird. Und die Nummer 33 wieder durch, bewegt sich nur immer auf den Beinen. Wahnsinn, da hängen 5 Leute drauf. Ja, und das ist ein guter 9-Yarder, für First Down hat es nicht gereicht. Aber 9-Yarder, vor allen Dingen eins ganz wichtig, man sieht es immer wieder bei den Running Backs, weiter mit den Beinen bewegen, man sieht, wie die laufen, wo da schon 5 Leute drauf hängen, rennt dann immer wie ein Strampler weiter. Das ist Running Back, Leute, das muss man machen, oder? Aber man werft einen Blick auf die 70er-Nummern bei den Legionaries, das sind keine Männer, das sind Litfaßsäulen. Also da kann man römische Zahlen eingravieren im 100er-Pack. Ja. Also eine wirklich mächtige Offense-Line und vor allem für diese Art von Läufen perfekt aufgestellt. Ja. Gerade nach vorne, den Gegner einfach weg, nach vorne ins Backfield-Jam. Genau. Und das ist der Erfolgsgarant für den Herrn Ernst. Oh, viel Glück hier. Gewesen. Missverständnis, der 80er ist nach innen gegangen auf den Ried, oder wer war das? Nein, das war der 80er. Nein, das war... Oh ja. War Daniel Buchinger wieder. Ja, der hat anscheinend ein bisschen Misscommunication beim Spielzug angesagt, aber er hat gerade auf den Coach ausgeschaut. Coach hat gesagt, nicht so, sondern so. Ja. Es hätte aber fast wieder eine Interception. Ja, war knapp. Wäre natürlich jetzt in dem Moment natürlich wieder für die Legionaries ein Momentum-Killer. Ja, total. Aber schauen wir mal, wie es weitergeht. Man hat jetzt einen dritten und Inches, jetzt kommt der Lauf durch die Mitten. Sollte jetzt die eigentlich Offense kommen. Die Offense-Line wird einfach gerade noch vorangehen. Ja, ist schon da und da haben wir schon das First Down. Das hat gereicht, das waren gute 2,5-3 Yards. Ja, ja. Eine neue Serie und damit ist alles wieder in bester Ordnung. Ja, und wir stehen jetzt ungefähr auf der 30, 28 Yard Line, ja, nicht mehr weit entfernt der Endzone der Rieder. Na, doch, sehr weit entfernt. Das Feld komprimiert sich ja nach hinten immer mehr. Ja, es ist immer den zusätzlichen Verteidiger, also es ist genau die Distanz jetzt von der 30 Yard Linie, die Endzone zu attackieren. Ja. Auf keinen Fall jetzt auf First Down gehen, sondern direkt auf den Bunch. Jetzt muss der Feuer mal getrieben werden. Wir hätten ja, so wie mit Bernhard Ruscher, haben wir ja die Leute, wo es das Big Play machen kann. Nummer 80, ein Fade in die Endzone, dort wird der Ball hingehen. Nein, man entscheidet sich anders. Guter, gar nicht so schlechter Pass. Ah, die Nummer 14, Tobias Stöger. Ja, schön gefangen, kurz, war knapp. Ja, so kurz war der gar nicht. Ich glaub, ein, zwei Yards auf die First Down. 6 Yards werden es gewesen sein. Ja, 6-7 Yards. Ja, nochmal danke an die Cloud Company, dass die uns heute unterstützen mit Sponsoring für unseren Livestream und wir bemühen uns natürlich immer besser zu werden. Wir werden auch die Interviews, die eigentlich vorhin geplant gewesen wären, werden wir euch dann in der Halbzeit liefern. Adi wird dann da bleiben, wird euch unterhalten und ich werde das Laufschuh-Magazin anziehen. Wir haben ja ein technisches Problem, nachdem wir ja jeden beim Eingang kontrollieren haben müssen, haben wir erst viel später jetzt zum Stream moderieren kommen können, weil es sind
unfassbar viele Leute da. Wahnsinn, eigentlich. Wahnsinn, ja. Wahnsinn. Und deswegen sind wir erst relativ spät online gegangen. Ja. Aha. Und jetzt sind uns die Interviews leider da flöten gegangen. Aber wir werden die nachholen. In der Halbzeit nachholen. Wie gesagt, ich habe die Laufschuhe schon neben mir stehen. Also, wenn ich aus Atem bin, verzeiht es mir so, aber es wird funktionieren. Naja, was denn mit den Rädern ist, nicht mehr so war die. Außerdem möchte ich sagen, ich habe die Nummer 75 an, Alexander Zotter, unser Center. Bei dem möchte ich mich bedanken, dass er uns mir das leider zur Verfügung stellt und es ist eine Ehre, sein Shirt zu tragen. Ja, Zotti kennst du eh auch, ne? Ja, ja. Also eine große Ehre, das Shirt zum Tragen. Der steht da draußen irgendwo mit der 75, aber ja, ich glaube, Start ist er heute nicht. Naja, in Ulm, Center spielt er eh, glaube ich, oder? Schauen wir mal. Oh ja, er ist ja am Feld, er spielt im Center. Die 33 wieder durch, noch immer an den Beinen. Ja, Alexander Ernst, einfach Wahnsinn, hast du gesehen. Robbt sich weiter. Ich habe immer gesagt, er erinnert mich ein bisschen auf Leonard Fournette. Ein bisschen so ein Slider, also ein Slider-Running-Back. Nicht der, der in die Mitte geht, sondern er slidet sich auf der Seite so wie ein bisschen eine Schlange durch. Hast du den Leonard Fournette schon mal gesehen? Ja, also der Fournette war ein Slider. Na schon. Es ist ein richtiger Brecher. Also ja, aber nicht immer. Mich erinnert er mehr vom Gesamthabit und vom Style eher an McCaffrey. Ah, McCaffrey. Ja. Also kann beides. Ist auch ein guter Passempfänger, wird nur selten dafür genutzt. So, was haben wir jetzt? Und wieder die 33. War, glaube ich, kurz unschlüssig der Quarterback, was soll man machen? Aber es hat nein, das war nicht Unschluss. Das war das Sam Reed. Ah, okay. Aber der Quarterback hat dann gleich gesehen, dass Druck über die Ecke kommt. Deswegen hat er den Sam Reed eigentlich nicht mehr spielen können. Eigentlich gut, sehr gut gemacht vom Quarterback. Übersicht geschaut, gut machen wir es so, reden wir lieber eine, die paar Jahre. Nein, gut improvisiert. Also es hätte der Running Back dann nie im Ball kriegen sollen. Aber es hat wieder 4 Yards, 5 Yards gebracht. Ja. Und jetzt wird es richtig eng, weil jetzt steht man mit einem zweiten an der 8. Und jetzt muss man den Hammer auspacken und durch die Mitte und das werden sie machen. Jetzt muss was passieren. Ah, Bad Snap, aber noch aufgenommen. Clemens Bauer geht's selber. Geht es sich aus? Nein, geht sie nicht aus. Aber noch viel gemacht draus. Bad Snap, fast nicht erwischt und trotzdem auf die Seiten ausgebrochen. Aber man sieht trotzdem, ich meine, die Legendaries sind ein Top-Lauf-Team und die Räder halten gut dagegen. Ja. Also, es waren 2 Yards. So, dritter Versuch und ich glaube, wo stehen wir jetzt, Adi? Siehst du das? Ja, wir stehen ungefähr an der 6, würde ich sagen. Auf First Down geht sie noch aus, das wird ungefähr an der 4-Yard-Linie sein. Ja, glaube auch. Und jetzt die Entscheidung, läuft man, versucht man vielleicht sogar nur neues First Down zu erzielen. Mhm. Die Liner stehen überraschend eng benannt, also ich erwarte einen Lauf durch die Mitte, 28 macht die Edge zu. Ja, passt, genau. Ist schon da, man geht nach außen. Und das könnte den Beinen mit Second Effort reichen. Und das ist der Touchdown. Ja, Wahnsinn. Ali Reed, stark begonnen. 2 Fumbles, waren schon 2 in der Endzone der Legendaries, kann man sagen. Jetzt die Legendaries zurückkommen mit dem Touchdown. Ja, alles was man will, gibt das Spiel, oder? Und wie du sagst, sehr Defense geprägt, wobei die Offense jetzt wirklich mit den Laufplays, aber auch der Reader, wirklich eine starke Offense, sehen wir, 2 starke Offense. Also für die Legendaries sehen wir genau das, was zu erwarten war. Ja. Reed jetzt da ein bisschen Probleme durch die Mitten. Da ist wirklich zu viel Masse da. Mhm. Also da jetzt, das war eigentlich ein Drive, der exklusiv auf den Herrn Ernst zurückzuführen ist. Alle guten Raumgewinne dadurch gehalten. Extra Punkt geblockt. Das bleibt beim 6-0. Ganz selten, dass wir von unseren Dreibeinen, dass das geblockt wird, ganz selten. Aber es passiert doch. Da sind wir jetzt wieder bei dem Thema Special Teams. Und ich glaube, es war der Nummer 49, der Manuel Nimmervoll, der da die Hand dran gehabt hat. Der hat nämlich diese komischen Sleeves auf den Ellbogen, okay, die schwarzen, und da habe ich einen Außenleuchten gesehen. Okay. Also, ja, kann aber natürlich ein Punkt, und das kann zum Schluss natürlich wehtun. Ja, wir haben ja noch gar nichts gesehen. Jetzt sind wir Mitte erstes Quarter, aber eher schon gegen Ende erstes Quarter, würde ich schätzen. Ende ist schon, Wir haben da ja leider keine Zeiteinblendung. Nein, die Zeit haben wir leider nicht, aber das, an dem werden wir auch noch arbeiten, Adi. Das werden wir auch noch hinkriegen. Das schaffen wir sicher noch. Nochmal danke an Cloud Company Alexander Petznek für die Sponsoring für unseren Livestream. Ja, dann kann ich nur so sagen, Double Trouble schaltet ein, jeden Mittwoch in Adi und mich seht ihr da, da sind wir genauso wie jetzt, uns nie einig, aber so soll es ja sein. Und wir reden über die österreichische Liga, über die Elf und über die NFL und erzählen euch die Neuigkeiten, was es gibt.
Ja, gehen wir zurück. Aber wir müssen jetzt wieder ein bisschen aufs Spiel schauen. Auf alle Fälle. Es droht wieder ein guter Return. Das hat auch nämlich gegen die Reavers im Halbfinale. Haben es da zwei, drei richtig fette Returns rausgekriegt. Okay, also die arbeiten sehr auf Special Teams. Die sind schon, sehr gut im Special Teams. Sie sind überhaupt gut gecoacht. Ja. Die so. Besten, dass sie schon zwei Jahre alt sind. Ja. Als Mannschaft, oder weil jetzt zwei Jahre im Ligabetrieb sind, schon richtig weit. Also hoher Snap, hoher Kick. Denken. Hoher Kick ist nur immer wieder auf den Beinen. Machen es wirklich gut, 20. Aber jetzt glaube ich ist ja relativ zeitig gestoppt, oder? Ja, aber Gefahr auch hier noch einen Flag zu bekommen. Das war ein Deckel, out of bounds reicht schon fast nicht mehr, das war schon fast out of stadium. Mhm. Also hat er jetzt ein Glück gehabt, der 81er. Wer war das? Der Lauser? Wir haben gar keinen 81er auf unserer Liste. Der Lauser? Von uns war 81er, nein, das war keiner. Ja, wer war denn das da, der was denn da außen gedeckelt hat? Das war der 82er, oder? Haben wir auch keinen. 87. Ah, Christoph Radlinger, unser Technik, sagt uns in der Stumme aus, braucht die Nummer 87. Christoph Radlinger. Also in unserer Technik sitzt ja der Herr Rohringer Junior. Wieso ja. spielt denn der da drüben eigentlich nicht mehr mit? Der war ja, jetzt richtig gut zum Hernehmen als Der war so gut zum Hernehmen, aber der ist leider verletzt gewesen die ganze Season, aber ich hoffe, dass wir nächstes Jahr wieder am Feld sehen. Ja, aber den überreden wir schon. Aber sicher, müssen wir. So. Der muss wieder spielen. Ried wieder mit dem Lauf, es ist die Nummer 40, schaut's aus. Na, 40, weiß nicht, wer war das? Und wer war wieder dabei? Das schaut nicht gut aus. Das schaut nicht gut aus. Ein wenig. Das schaut nicht gut aus. Die beiden 78er, also ja, die Nummer, ja, die ich hier trage, ja, die sind aneinander geraten. Also das müssen wir gleich mitmischen. Das ja, auf. Au! Nein, das sind Sachen, die wollen wir nicht sehen. Aber im Finale sind ja die Emotionen. Das könnte zu Ejections führen. Ja, ja, das könnte zu einem Ausschluss führen. Rene Rockenschaub von den Gladiators. Und bei uns war es da. Ich glaube, der Andreas Winter war es. Der Head Coach. Das war dann natürlich. 60. Ah, 70, die Nummer. Ah, der Florian Binder. Unser Florian Binder. Und das, schauen wir mal. Also es war die Nummer 76, nein, wer? Von uns? 36, Stefan Stieger. Stefan Stieger. Beide Spieler ausgeschlossen und es war der 79er. Nein, sie sind verwarnt worden, ausgeschlossen sind sie nicht. Sie sind verwarnt geworden. Okay. Beim zweiten Mal, also wenn es jetzt noch einmal vorkommen sollte, also, ja, dann wären sie verstanden. Und ja, nein. Entschuldigung. Gott sei Dank. Also man muss sagen, gutes Fingerspitzengefühl der Refs beim Finale nicht gleich auszuschließen, sondern sagen, okay, verwarne ich jetzt einmal. Aber es bleibt da. Alle Achtung, sehr gut gemacht. Unser Technik sagt, wir sollen den Chat lesen, nur sehen wir es nicht. Aber wir haben jetzt die Tafel, also wir machen das ganz professionell, es wird auf die Tafel geschrieben und wir können dann antworten, Levadi. Okay, wir haken da Dinge. So, es geht weiter, die Offense. War wieder schnell gestoppt. 41 ist der Mann, das ist der Lukas Ziegler. Der ist auch vorher schon gelaufen. Ja, aber die Rieder jetzt quälen sich ein bisschen mehr mit dem Lauf. Vorher ist das ganz schnittig immer für 6-7 gegangen, jetzt sind es nur mehr 3 Yards. Also die Nervosität bei den Legendaries lässt nach und die Defense Line beginnt jetzt da ein bisschen das Kommando zu übernehmen. Ich habe da ein paar, jetzt habe ich den Chat gesehen, da der Thomas 741 sagt, ob es dein Shirt in deiner Größe auch gibt, Adi. Nein, das war das Größte, was ich kriegen haben können. Der Lorenz sagt, Go Gladiators, der Go Gladiators, der Wilcox, ich finde ja die Jersey der Legendaries einer der geilsten in der AFL. Ja, kann ich am Wilcox nur sagen, ja, da hast du recht, aber es ist ja, weil ich drin bin. Das Witzige überhaupt bei den Riedern ist ja, die spielen auswärts mit den wunderschönen weißen Dressen. Ja. Und bei den Heimspielen haben sie diese roten Dinger auch. Also das, was ich da wirklich anhabe, das ist ein originales Spieljersey. Ja. Also eine Farbkombination, die überhaupt nicht zusammenpasst. Nein, überhaupt das nicht. Ist ganz skurril. Und mir gefallen sie in Weiß richtig gut. Also das ist. Ja. Ich würde fast sagen, die schöneren Dressen haben halt die Gladiator so. Die gefallen mir wirklich super. Ja. Es ist so. Okay, das ist jetzt wieder ein Wortwitz. Spartanisch.
Auf alle Fälle, wir haben die Halbzeit, wir drehen um und ich präsentiere mit Stolz meinen 75er. Ja, genau. Und ja. Lord Voldemort, den Namen, der nicht ausgesprochen wird, googelt das, kämpft's Burschen, ihr bockt's das. Ja, wer also momentan machen. Ist noch weder ein Freund, da ist noch gar nichts passiert. Jetzt wollen wir mal schauen, wie es den vierten Versuch angeht. Ja. Sie stehen weit in der eigenen Hälfte, also ein Band wäre angebracht aus der Situation heraus. Schaut aber nicht so aus. Na doch, schaut so aus. Schauen wir da morgens hinten, der Band da hinten steht. Also man wird aus dieser Formation banden. Und die Legendary ist natürlich wieder gut gestoppt. Die Defense wieder die Nummer 99, den sieht man wieder heute dauernd links und rechts. Unser aber Steve Berger. Ich habe mir wirklich Spiele angeschaut für die Gladiators. Das ist nicht ein Team, das dann einbricht, wenn es nicht rennt. Die können die gehen weiter, von einem Play auf den anderen wieder voll da sein. Ja. Vor allem bei einem Return-Spiel. Sie sind dann auch manchmal mit so Swing-Pässe und Screens gefährlich. Mhm. Und ein dickes Play und sie sind wieder voll im Spiel. Und man hat jetzt gesehen, sie haben im vorigen drei Fall stoppen können, wenn sie die Interception gefangen hätten. Also die Chancen sind da. So, wir kriegen gerade von der Technik ein cooles Laptop, lieber Adi. Und jetzt sehen wir alles, was uns die Leute schreiben. Redet mit uns, schreibt uns was, erzählt uns was. Wir sprechen auch mit euch. Ja, wir werden auf jede Frage eingehen. Auf jede Frage antworten. Und ja, für die Fans der Reed Gladiators alles drin. Also alles gut. Ich man hat jetzt im ersten Viertel gesehen, ganz gleich auf von der Qualität. Ja, auf alle Fälle. Es ist kein Leistungsunterschied erkennbar. Auf alle Fälle. Ein bisschen mehr Klick jetzt haben bis jetzt die Legendaries. Und noch immer auf den Beinen. Ich glaube, es ist wieder die Nummer... Die Nummer 80? 80. Eins. Nein, Nummer 40, Alexander Plaschek. Nein, es war trotzdem der 80er. War es der 80er? Ja, Daniel Buchinger hat schon den dritten Catch. Der Mann ist ein Wahnsinn heute. Der läuft und läuft und läuft und passt und fängt. Ein Screen gegen den hochstehenden Safety, dann einen Deckel gebrochen, gut vorbeigegangen. Ja. Und das waren, was wären das, Quenze, 35 Yards? 35 Yards ungefähr, ja. Ja, es waren weniger, es waren 28. Aber? Was sagst du dann 35? Neues First Down an der 38. So. Und wieder der Ball. Alexander Ernst bricht wieder auf die Seite, aber jetzt schnell gestoppt. Ja, jetzt haben sie einen schnell gehabt. Ist ein super Auftaktplay. Das waren wieder 2-3 Yards. Ja, ja. Vielleicht sogar ein bisschen mehr, schon. Wie Sideline hat der Kurt das letzte Mal gesagt? Der Kurt Schaki. Dreimal oder viermal 3 Yards sind auch 12 Yards. Ne? man so will als mit der Offense, wenn man beim First Down läuft, nur positive Yards. Ob das einer oder drei sind, ist jetzt gar nicht so entscheidend. Ja. Man, angenehm wird es, wenn man 7 oder 8 machen kann im First Down. Genau. Aber ein positives Play ist immer genau gut. Das. Positiv. Genau, was man will. Ne? Und vor allem, man will jetzt die Uhr bewegen, man will mit der Offense einige First Downs erzielen. Reed bringt Druck. Oh, ein langer Pass. Oh. Ja. Guter Druck durch die Reeder. Ja. Wer war das da? Defense End. Ich glaube, das war der Klaus Frühauf. Es sind die Nummern wirklich schwer zu lesen. Schwer zu lesen, ja. Aber wieder war er am Rückwärtsgehen und deswegen der Ball zu. Sagen wir mal die kurz geraten. Ja. Markus Huber sagt auf seinem Sportplatz, ja schon, Markus, das Problem ist nur mit diesen ganzen Copyright-Geschichten, wir haben eine Musik und wir wollen nicht, dass man uns sperrt, darum lassen wir das so gering wie möglich. Es tut uns leid, aber ja, es ist leider dieses Copyright-Gesetz sehr streng. Dritter und 7. Eine Motion durch die Nummer 80. 80 geht wieder nach außen, passt wieder auf die 33. Jetzt haben wir das, was gesagt hast, das Fangen der Nummer 33 und noch immer an den Beinen. Ja, es dürfte das neue First Down sein. Ja, wir schauen einmal. Es wird knapp. Hat es gereicht? Es hat gereicht. Die Kette bewegt sich. Brandgefährlich, dass dieser Pass nach hinten geworfen wird. Ja. Aber man sieht da, dass der Herr Ernst auch ein guter Receiver ist und die Yards auf der Catch auch machen kann. Also momentan geht viel über ihn und über die Nummer 80. Über Daniel Buchinger, das sind die zwei Jungs, die da mehr oder weniger für den ganzen Raumgewinn bis jetzt gesorgt haben. Eigentlich schon, ja. Die gehen wirklich Gas heute. Und die Räder, man sieht es jetzt immer mehr, sie haben den Safety in den zweiten heruntergebracht in die Box, um den Run zu stoppen. Spielen jetzt Hochrisiko. Oh, bei allen Receiver-Geschichten nur mehr One-on-Ones. Deflected. Ah, da geht's schon wieder, da haben wir schon wieder ein bisschen Stimmung mit der Nummer 22 und 76, Wolfgang Moser. Ja, aber das ist normal. Das sind diese Gampelein-Finale und da ist man natürlich on fire. Ja, wir haben Andreas Feitzinger, Rocky 78 ist King, Mac Liboard,
Go Gladiators und Florian Schaller, Go Legos. Okay. Liebe Grüße also, an Florian Schaller. Ein Fan von René Rockenschaub von den Red Gladiators. Ja. Der vorher ein wenig die Kontenance verloren hat, aber das mögen wir ja, wenn es ein bisschen ruppig ist. Also ganz einfach darf es nicht umgehen. So. Schaut wieder noch ein Pass aus. Kommt an die Nummer 13, Bernhard Ruscher. Oh, das geht sich glaube ich nicht ganz bis First Down aus, aber es hat ausschaut. Nein, es fehlen zwei Yards. Ja. Man hat einen dritten Versuch dort, also ist noch nichts passiert. Nein. Das wäre natürlich jetzt für die Legendaries ein Moment, um noch einmal zu scoren, oder? Das war jetzt natürlich zweite Halbzeit, man steht ja, wieder vor der Endzone. Ganz ehrlich jetzt, ich will es nicht sehen. Wir wollen ja ein spannendes Finale. Ein Field Goal wird es auch tun. Also die Riederverteidigung jetzt gefragt, da die muss jetzt ein jetzt Stop her. Ja. Das wäre jetzt ein Moment, um, wenn die Legendaries da jetzt das First Down machen, dann sind es wirklich schon sehr knapp. Dann sind es sehr knapp. Aber wieder der Rand in die Mitte. Ja, ja, es geht ja aus. Also das First Down ist da. Das wird trotzdem noch relativ knapp, würde ich sagen. Nein, die Kette bewegt sich. Ja, man ist jetzt in der Red Zone, das First Down. Ja, Alexander Ernst macht selbiges. Er macht ernst. Also er macht ernst, jetzt, ja. Jetzt wirklich schon, ich würde mal sagen, geschätzte 70, 80 Yards. Ja. Wird er schon haben, also den vorigen Drive dran. Auf alle Fälle. Jetzt auf ein dickes Play mit dem Swing Pass gemacht. Ja, ja. Das waren auch gute 8, 9 Yards. Also es geht viel über, ja. So, schauen wir mal, was die Legendaries jetzt machen. Snap, gut gelöst, langer Pass. Au! Oh. Diesmal kein Druck, einfach nur überworfen. Der, auch wenn er den gefangen hat, wäre er out of bounds gewesen. Ja, auf alle Fälle. Reed wieder mit Druck. Und ja, man sieht jetzt, also der Pass funktioniert, der tiefe Pass funktioniert nicht so besonders. Nicht so. Die kurzen Pässe bringen es gut an, machen auch viel Yards draus, aber das tiefe Brot geht nicht. Da passt das Timing noch nicht. Bis jetzt haben wir erst einen tiefen Slant gesehen, über die Mitten. Mehr war noch nicht drin. Aber derselbe tiefe Slant hat eine Interception mit sich gebracht. Also was mir auffällt, die Reader-Line macht sehr viel, die D-Line macht sehr viel Druck. Also sie, wirklich, sie kommen mit viel Druck aus, wenn man sieht das jetzt wieder die Nummer 33, aber wieder schnell gestoppt. Da ist mal ein souveräner und ein richtig guter Tackle von Sebastian Zweimüller. Ja. In Alexander im offenen Feld so zu stoppen, allein ist wirklich stark. Ist stark also man sieht technisch gut ausgebildet, der Spieler. Ja. Und ja, die einzige Schwachstelle, die man bis jetzt erkennen kann, ist in der Mitte der D-Line haben sie einfach nicht das Gewicht, um dagegen zu arbeiten. Ja. Und die Kraft. Da ist der Zotti mit seinen zwei Guards. Da haben sie die Oberhand. Deutlich die Oberhand. Deutlich die Oberhand. Wir haben da. Aber über die Edge zum Beispiel sieht man, dass die Passrusher leichte Vorteile gegen die beiden Tackles haben. Ja. Also man muss jetzt da wirklich den Gladiators schon Kompliment aussprechen. Und jetzt wieder der lange Pass, aber der ist weit überworfen. Da war niemand. Jetzt sollen wir wahrscheinlich auf Daniel Buchinger gehen. Schaut ein bisschen so eine Misscommunication, Daniel Buchinger, Quarterback, da passen die Routen nicht so wirklich, gell? Ja, ich würde einfach sagen, dass da, wie soll man sagen, wenn du einen Gameplan hast, der alles underneath macht, dann hast du nicht die Schnittigkeit für den tiefen Ball. Das musst du schon vorher zurechtlegen. Da war ja jetzt weit und breit niemand, bis auf die Gefahr für Interception. Ja. Und es macht so den Eindruck, dass die Räder gar nicht darauf setzen, die Drives zu stoppen, sondern mit einem Big Play den Drive. Mit einem Play zum Beenden. Mhm. Und, so, schauen wir, das Field Goal. Alexander Trepal. 27 Yard Linie, das ist ein 37, 38 Yard Field Goal. Und der ist zu kurz. Ja, der schaut gut aus, sie jubeln. Jawohl! Das ist sie gerade mal so ausgegangen. Bitte, knapp, aber doch, wir stehen jetzt bei 9-0 für die Legendaries. Lord Voldemort, danke fürs Moderieren, ihr macht es perfekt. Wir sagen danke fürs Zuschauen und natürlich das Lob ehrt uns. Wir sind da ganz stolz, wir geben das Beste für euch. Und muss natürlich sagen, danke ADA, dass du da aus dem Steirischen zum Sowe kommst, ist natürlich auch eine Riesenehre. Ja? Weil bekannt aus Film und Fernsehen und dann bei uns da zu sitzen, ist ja natürlich ein Wahnsinn. Ne? Ja, Adi, 9-0. Zweite Halbzeit ist zweites noch kein Viertel. Zweites Viertel ist noch kein Two-Score-Game, aber ja, ist schon mehr ein Statement, sind einmal 9 Punkte. Das ist ein Two-Score-Game. Ist? Naja, fast. 14-0 war ein Two-Score-Game. Nein. Ja. Nein. Ja, sie müssen zwei Score. Sie müssen Two-Score. Ja, ich weiß schon. Ja, also alles, was höher ist wie 8, ist ein Two-Score-Game. Gut, also, wir so einigen uns auf Two-Score-Game. Ja, weil es einfach so ist. Ja. Das gibt es nichts zum Einigen. Das ist einfach so.
Aber das heißt noch gar nichts. Ja. Also der Kameramann für die Interviews kann sich dann schon bereit machen, weil in der Halbzeit werden wir dann die Interviews starten. Unser Kamerakind, der Patrick Dienhoff, wird das machen. So, da war. Ein sehr guter weiter Kick, fast an die Goal-Line. Also eins muss man sagen, andere Returner fangen die Ballen wirklich gut an, aber und das super, aber oh, Nummer 13 und ein Face-Mess hinten drauf. Ja. Das gibt 15 Yards Strafe gegen. Hast du das gesehen? Ja, sicher. Wo war es? Ja, Face-Mess gegen einen Returner. Gegen einen Returner. Einmal eingegriffen, einmal anständig umgezogen. Also das war nicht zu übersehen. Sogar ja. Hinter ihm stehend hat es der Whitecap gesehen. Also Christian Steiner war schon an der Flag. Da ist noch nicht einmal vorbei gewesen, die Aktion. Das, völlig klar, die Geschichte, also plus 15 Yards obendrauf. Der Return ist ungefähr gegangen bis an die 17-Yard-Linie. Dann werden es so irgendwo 32, 33 Yard-Linie am Drive beginnen. Ich nehme mir einen Schluck, Adi. Ja, nehmen wir mal. Was? Okay. Völlig überraschend, dass die Flagge zurückgezogen wird. Also ich habe es ja gesehen, aber ich wollte es nicht sagen. Was? Nein, muss man ganz ehrlich sagen, das war eine Fehlentscheidung. Ja. Hätten wir geben müssen, hätten wir wirklich geben müssen. Ja. War eindeutig aber, zu sehen, aber wir sind ja genau in dem Winkel mit der Kamera gewesen, dass wir es von vorne gesehen haben. Ja, der Whitecap genau der dahinter. Hinterhalb, ja, also. Aber da gibt es auch Diskussionen mit dem Whitecap, das sieht man nicht besonders gern. Und da müssen die Gladiators, ja, da muss einer gesagt werden, sie hatten recht. Sie hatten ja. Recht, ja, volle Fälle, ne? Stimme ich überein mit dir. Aber jetzt schauen wir mal, was die Offense macht. Ob bin sie spannend. Wieder auf den Lauf setzen oder ob sie jetzt ein bisschen mehr Risiko nehmen, damit sie wieder zu einem One-Score gehen wird. Schaut fast danach aus. Ja, man nimmt Risiko. Okay. Da aber viel Druck auf den Herrn Sauer. Der kommt da nicht einmal dazu, sich richtig zum Hinstellen für den Wurf. Mhm. Hat dann auch ins Niemandsland geworfen. Ja, wir werden in der Pause schauen, dass wir ein paar Stimmen einholen. Der Adi wird euch dann weiter informieren und wir werden dann auf die Außenkamera rausblenden und werden natürlich die Interviews nachholen. Spannendes Finale, aber gibt alles her, was wir für ein Finale haben, wie meiner Meinung nach. Ja, ich bin nur immer sehr aufgeregt, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja, aber es kündigt sich an, dass das Momentum jetzt klar auf eine Seite kippt, was uns jetzt als Moderatoren nicht ganz so gefällt. Gut, nein. Gut, gebrochener Deckel. Ah, das ist genau das Play, das die Gladiators braucht haben. Ja. Und nach so einem Play hat man in den vergangenen Spielen immer gesehen, sind sie sofort wieder da. Ja. Also sie sind ein bisschen ein volatil emotionales Team, das wirklich ein, zwei gute Plays braucht, um zu funktionieren. Mhm. Aber natürlich auch den Deckel muss man machen. So knapp an einem Mann, Nummer 36. Stefan Stieger hätte man eigentlich haben müssen jetzt, ne, in dem Fall. Nein, man muss da, wenn sowas passiert, wirklich für gute Offensleistung gratulieren, an Deckel brechen. Ist nicht immer nur die Verteidiger, des Verteidigers ja. Schuld, sondern auch gut gemacht. Ja, das war die Nummer 24, René Weilhartner, der da den Deckel gebrochen hat. Was schönes Play bringt ja. Die Gläde etwas fast an die Mittellinie. Und man sieht die Körpersprache ganz so schnell, stellt sie sich auf und es kommt wieder ran, aber der wurde schnell gestoppt wieder. Aber siehst du, was ein Play bewirkt? Die Körpersprache komplett ja, anders, ganz anders zur Line gegangen, 5 Yards draufgesetzt. Sie sind wieder da. Ja, ja. Also und sie stellen sich auch wieder schnell auf, sie gingen wieder schnell ins Huddle. Ja, wir haben ja leider keine Uhr da erinnern. Wir wissen nicht, wie viel Zeit noch auf ja, der Uhr ist. Ich glaube, so viel dürfte nicht mehr sein in der Geschwindigkeit, was die Riders jetzt derzeit aufstellen. Die wollen natürlich noch scoren. Nein, ich glaube, das hat einen anderen Grund. Sie wollen die Legionaries jetzt überhaupt keine Zeit zum Verschnaufen und zum Kommunizieren geben. Mhm. Haben sie wahrscheinlich draußen schon 3-4 Plays gekriegt. Und Fleck, ihr Fleck sehen. Ja, da ist aber der aber schnell wieder gestoppt. Schauen wir mal, ich habe es nicht gesehen, was es war. Encroachment Defense haben wir. Der Side Judge zeigt es an. Encroachment Defense, welche Nummer war es? Ich befürchte, es war der 71er, der Benjamin Barth. Na, der 71er kommt gerade rein. Ich glaube, der war nur draußen zum Nachfragen. Ah, okay. Der war vorher am Feld. Schauen wir mal, was das wird. Der Ref wird es uns gleich sagen. Offside, on the defense, number 36, it's a 5-yard penalty. 36, wow. Okay. Stefan Stieger, der Free Safety, war im Offside. Okay. Da ist er scheinbar auf einen Blitz gekommen und war zu früh über die Anspiellinie. Unser Peppo ist ein bisschen aufpassen. 5 Yards her, zweiter Versuch und da haben wir 1,5 Yards, ein langer Yard zu gehen. Ja.
So wie seinerzeit Bert Reynolds, der langeste Jahr. Ja, ich habe auch genau solche Dressen angehabt. Ja, ja, das waren diese schwarzen Rollen. Da hast du recht. Aber kommen wir wieder zur Realität. Eine Punch Formation, Offense Line Shift, dann es aus. Wird reichen, ja. War wieder Fumble? Nein, wird reichen. Nein. Aber Second Effort, also ich hätte es Ihnen gegeben, das hat mehr als noch ein Jahr ausgeschaut und das ist so. Ja, First Down. War nicht klar ersichtlich, aber wo er zum Link gekommen ist, ja, wo er davor ist, First Down schon gehabt haben. Und Reed marschiert. Mir gefällt das gut, weil ich habe gern so Spiele, die wirklich bis zum letzten Passer. Spannend bleiben, ne? Engsam. Also, ich brauche das nicht, das ist so wie bei einem Horrorfilm, da würde ich auch nicht wissen. Ja, nein, wir moderieren ja da den Stream für die Allgemeinheit und nicht fürs Seelenheil von Herrn Reuringer. Ja, hast auch recht. Da gebe ich dir recht. Nein, wie gesagt, natürlich so spannend bleiben, auch für die Zuschauer. Es ist ja der Sinn und Sache, ein Sport soll ja spannend sein bis zum Schluss und nicht immer entscheidend sein. Das wollen wir ja gar nicht. Aber es ist trotzdem eine gewisse Anspannung für mich auch. Muss man auch so sehen. Immerhin ist ja das, ja, ja, ich bin das ist der Worte der Defense, bitte. Ja, genau, wie du sagst. Die Ref beraten sich. Frage ist was? Anton Wegener hat das letzte Mal gesagt, die reden immer, wenn sie sich immer einen Kaffee treffen. Nein, es ist interessant, um was es da geht. Vielleicht geht es um die Uhr, das könnte aber um den Sport gehen. Vielleicht ist auch irgendwas moniert worden von einer der beiden Seiten, das extern diskutiert werden muss. Mhm. So wie zum Beispiel Hands to the Face, solche Sachen, die an der Line passieren. Okay. Wenn dann beide Mannschaften immer mehr und mehr zum Meckern anfangen, dass sowas passiert, dann kommen sie auch manchmal zusammen und beraten. Okay, also hier ist es genau um nichts gegangen, was jetzt das Regelwerk angeht, weil der Ball liegt immer noch genau dort, das ist immer noch erster Versuch. Also ist irgendwas anderes besprochen worden. Vielleicht waren wir sich mit der Uhr nicht einig. Genau. Also eine technische Beratung. So, schaut wieder noch ein Run aus. Ja, die Legendaries bringen alles an die Line, was sie haben. Ja, Reed macht trotzdem wieder 8 oder 9. Run, ja. Nummer 44. Also das waren jetzt 7 Mann an der Line of Scrimmage. Komplett. Florian Buttinger. Und man sieht, Reed gibt das, die Passambitionen völlig auf. Komplett, also, ja. Und konzentrieren sie wieder auf den Run. Gut, wir haben jetzt einen Pass gesehen von ihnen. Ne? Ja. Ja, bis jetzt haben wir, glaube ich, noch keine Completion gesehen. Oder haben wir schon Completion gesehen? Nein. Ja, wie der Swingpass. Ja, der Swingpass. Ja, ja, genau. Aber sonst. Jetzt schaut es wieder nach einem Pass aus. Nein, wird wieder ein Run. Wieder das durch war die nur Mitte. Dazu, um die beiden Cornerbacks und beide Safeties wegzuhalten aus der Box. Ja, auf das muss sich die Legendary Defense jetzt einstellen. Also wenn man sieht, dass die laufen, ich glaube, da muss ich jetzt sagen, okay, als Coach stelle ich darauf ein, wir müssen da jetzt was machen. Aber sie haben vorher die ganze Line zugestellt mit neun Leuten und haben den trotzdem nicht stoppen können im Lauf. Okay. Und wenn's, vielleicht ist das auch der Ansatz jetzt verrät, dass man wirklich sagt, man läuft so lang, bis die wirklich komplett all out blitzen. Okay. Dass man Broken Coverage haben kann für einen Pass. Also es ist brandgefährlich. Das, was die Legendaries jetzt machen, ist schon richtig, dass da ein bisschen eine Rückversicherung noch drinnen lässt. Kommt wieder der Run. Und da man sieht aber, jeder Run, der gelingt, jetzt wieder die Nummer 41, ja, der Lukas Ziegler, jeder Run, der gelingt, gelingt aus Technik und Speed. Ja, ja. Man hat jetzt wirklich den Eindruck, dass die Legendaries Defense um den halben Schritt zu langsam ist. Zu langsam ist, ja. Also, geht etwas kaum auf. Ja, schaut so aus. Brandgefährliche Situation. Gut, war ein neues First Down, die Kette bewegt sich. Wir also das letzte wo? Mal, dass Legionäre so viel Angst gehabt haben vor einem Gladiator, war das bei Spartakus. Da machst du einen Spaß, das ist ja keine Angst. Das ist ja Herr Douglas seinerzeit. Ich war heute sogar gestern noch und habe einen Legionärsvorschnitt gemacht. Singen. Er schaut eher so aus, als hätte er den Zaubertrank genossen aus Asterix 2. Ja, wir müssen wieder mal da die Technik zeigen. Der Chat was funktioniert nicht wirklich. Ich sehe da leider nichts. Vielleicht kann sich das die Technik kurz anschauen. Und da ist genau das passiert und... Und das war halt jetzt so ein typischer Maiden-Pass gewesen, oder? Wie man sich auf der Playstation sieht. Ein Passversuch in Double-Triple Coverage. Aber hätte da gefangen werden können, also gefährliche Situation jetzt. Also es ist wieder irgendwas passiert und die haben es nicht mitgekriegt. Ja, das weil ist du so nervös bist und ihn nicht halten kannst. Ja, das ist unser Hauptproblem heute. Meine Nervosität, was soll ich da sagen? Ah, der Chat funktioniert wieder. Da haben wir ein bisschen was zum Nachholen, Adi. Ui, und da haben wir ein Timeout, glaube ich, war das?
eine Flag haben wir. Delay of Game wird das gewesen sein. Das hat mir alles ein bisschen lang gedauert. Wir haben da ein bisschen was zum Nachholen. Ja, dann erzähl mal, was da drin ist. Was steht. Haben wir da drin? Und zwar geht's weiter. Joker Jul sagt Go Legionaries, holt es nach Oberösterreich heim. Markus Huber, alles klar, trotzdem. Guter Stream, Go Legos. Danke, Markus. Auringer Günther, wir wollen Rocky 78 sehen. Und kommt da mal gut, wenn du mit den Leuten redest. Ja, ich hole mir das jetzt da her, dass wir es weiter sehen. Ja. Ich bin im Bild. Sabine Rohringer, hallo Meister, Go Legionaries. Wir haben Peter Pöppel, Go Gladiators, Wilcox, eine Spielzeitanzeige wäre super. Vielleicht kann man das in der nächsten Saison andenken, wenn es möglich wäre. Wilcox, wir sind dabei und drauf und dran. So, und wir haben wieder den Run nach die Außenseite, aber wieder gestoppt. Dann haben wir Auringer Günther, Rocky. Ja, da ist jetzt fast noch ein bisschen schwächer da gelaufen, der 41er. Lukas Ziegler wieder. Schwächert nicht, das war dann noch Bruck gewesen. Schwächert nicht da unten, das Rennen ist. Echt? Ja. Also. Aber macht nichts, die Seite verziehen. Ja, als Steirer kann man die Seite verziehen. Werft mal einen Blick in die Peripherie. Es gibt hier keinen einzigen Berg. Ich bin Steirer, ich kann mich da nicht orientieren. Für mich ist das. Es ist das alles links. Weißt du? Alexander Petznek. Wir haben dritten und acht jetzt. Komm, konzentrier dich mal kurz aufs Spiel und dann ganz machen wir Stream. Dann machen wir weiter im Stream. Weil ich das bin ist der entscheidende Spielzug. Der entscheidet, ob wir jetzt ein Fickball nachher sehen oder ob wir Punkte schon in diesem Play sehen. Gute Coverage, viel Druck trotzdem, 54 ist durch. Ui, schaut nicht gut aus. Ja, das ist der Frust, der steht schon wieder auf. Ja. Und jetzt eine schwere, schwer ist die Entscheidung gar nicht. Man müsste jetzt eigentlich kicken, um wieder One-Score Game zu haben. Genau. Schauen wir mal, wie sich Reed entscheidet. Dabei schaut es aus, wie wir uns anspielen würden. Ja, und dabei den Nachdenken kannst du wieder was vorlesen. Ja, genau. Alexander Petznek, Go Legionaries. Danke, Alexander. Cheese 24, sagt Junge Römer, gibt's Gas. Wolfgang Scherer. Welche? Sind ja beide Römer. Oh, das laufen ja die jungen Römer. Er sagt ja die jungen Römer, sagt er. Gentlemen, don't hurt me. Wolfgang Scherer, no more. Na. Achso, wir sollen singen, what is love. Aber nein, das wollte ich nicht. Jetzt echt? Nein, das kann ich nicht. Das wollte ich nicht. So stimmt. What is love? Baby, don't hurt me. Don't hurt me. No more. No more. Es ist mir ja nichts passiert. Das ist eine super Stimme, oder? Ja. Aber einer zeigt dir, deine Moves am Leihwand, die muss ich nur merken. Da werden wir ein bisschen was einbauen das nächste Mal. Ja, ich bin mit einer temperamentvollen Frau verheiratet, da muss ich immer den Kaffeetassen ausweichen. Soll ich nicht beim Football klären. Okay, okay. Reiner Selbsterhaltungstrick. In der Halbzeit, haben wir schon die Halbzeit? Nein, wir haben glaube ich ein Timeout. Wir haben ein Timeout. Ja, die Gladiators brauchen immer noch Zeit zum Nachdenken, ob sie jetzt kicken wollen oder ausspielen wollen. Mhm. In der Halbzeit sehen wir dann die Canuntum Legendaries Cheerleader und in dieser Phase, wo wir die Cheerleader sehen für einen Auftritt, werden wir eh bewegen und du bist da bei uns im Studio. Ja, dann schwingen wir mal nachher die Hufe anständig, weil du hast wirklich drei Leute zum Interview. Ich habe drei Leute, ja, hoffentlich kriegen wir das alles eine, aber ich werde mich natürlich für euch bemühen, dass wir das noch packen und ich habe, die ist jetzt, wirklich gekickt. Ja, geil, ja, das ist eine logische Entscheidung und ich kenne ja auch den Head Coach der Reader so von seinen Herangehensweise. Ne? Der Herr Gruber ist da ein sehr schlauer Bursche, hat das Thema super trainiert und super vorbereitet. Und der geht den konservativen Weg. Er muss wieder in ein One-Score-Game kommen. Hoffentlich sitzt dieser Kick. Oh, Bad Snap, man nimmt ihn auf und jetzt marschiert man an die Sideline, nachgedeckelt. Mayo. Schlechter Snap, nimmt die drei Punkte vom Board, mehr oder weniger. Weil normalerweise haben sie einen guten Field-Goal-Kicker, sind da normalerweise sehr sattelfest. Schau, die hätte Punkte jetzt wirklich gern gesehen. Ja. Sie hat ein bisschen Druck aufgebaut auf die Legos. Ja, wird spannend. Wir haben jetzt da, na bitte. Wäre spannender wäre es, wenn er drinnen gewesen wäre. Striker sagt, aha, ihr zwei seid genial, Lot Wollemal lacht, Wilcox auch. Anton Meyer haut es um die Legendaries und der Wilcox sagt, reif fürs Armenier, ihr zwei. Ja, dann werden wir in der zweiten Halbzeit ab zum Gaudium der Menge noch ein weiteres Kunststück zu machen. Werden wir sicher, gehen, sicher. Wir kennen auch zu Dancing Star gehen. So, schau noch nicht nach Halbzeit aus. Dancing Star mit den Moves, Adi. Nein. Okay, dann nicht. Nein. Siehst du jetzt, wo ich on fire bin, würde ich nicht mehr. Ich will nochmal deine wunderbare Singstimme hören.
Ja, das machen wir dann. Ja. Das machen wir dann. Wir geben dann alles noch einmal. Ich werde dann die Stimme natürlich ein bisschen. Unsere Technik sagt uns wieder einen Passierschein A38. Adi und Andi. Als was jetzt da meine Auftrittsgeschichte? Ja, das können wir eh machen. Okay, wir sollten besser wieder die Kontenance bewahren und wir uns wieder aufs Spiel konzentrieren. Es geht weiter mit einem First and Ten von der, was ist das, die 13, 14? Nein, es ist mehr. Das war die 18-Yard-Linie. Legendary ist im konservativen Modus. Ja, Nummer 28 ist Alexander Drehball. Ich sage einmal, er sagt nein. Ja, wir sagen Dreibein, das ist einfacher. Achso, das ist der Kicker. Okay, das ist der Kicker. Ja, Kicker und Running Back, unser Dreibein. Gute Stimmung auf der Tribüne haben wir. Also den Fans gefällt es von beiden Seiten. Na, Reed hat ja einiges an Fans mitgebracht. Ja, wirklich. Wir haben einen ganzen Reisebus voller Fans hier mit nach Schwadorf gebracht. Druck. Oh. Ah, oh, gefährliches Play. Da wären die Räder fast dran gewesen. Die Nummer 32 hier ganz knapp. Der Christoph Biermeier an einer Interception. Ja. Ausgelöst vom Druck des Defensive Ends. Ich glaube, das war der 47er. Sind wir eigentlich schon der dumme Markus Burgstaller? Ich hab's nicht mitgekriegt. Ich hab's nicht mitgekriegt, nein. Aber Outside, glaube ich, ist nichts geworden. Das heißt, dann hätten wir noch ein bisschen was. Dritter Versuch haben wir. No wird auch nicht groß kommuniziert, ob der Zeit. So, ich würde sagen, es werden noch 4 Minuten sein. Also es ist wahrscheinlich noch substanziell Zeit da. Aha, da gibt es wieder eine kurze Diskussion mit dem Whitecap. Ja. Dürfte einer irgendwas nicht gefallen. Ja, und das ist genau eine von diesen Diskussionen, wenn dann Hands to the Face passieren, wenn Holdings in der Line passieren. Dann hat man meistens so eine Diskussion mit dem Whitecap, da wird dann gesagt, dass man das zu unterlassen hat. Okay. Bevor es Flex gibt. Und irgend sowas in der Richtung wird da jetzt gerade kommuniziert. Ja, wenn er so mit dem Haupthaar beutelt, dann ist er schon ein bisschen animiert. Okay. Wir kennen doch auch aus dem einen oder anderen Spiel. Ja. Und bevor es garstig wird, muss man dann halt manchmal einen Tag sagen. Obwohl, es ist eine total faire Partie, bis auf die eine Szene. Muss man sagen, keine Deep Shots, keine Late Hits. Gar nichts. Schaut wieder nach einem First, dann noch immer auf den Beinen. Ein Wahnsinn. Und das echt war stark. Wieder unser. Nein, es war die Nummer 25. Ja, bitte. Es war der Florian Kutscherer, der da abgegangen ist. Nein, 28 war das. Okay, also es war wieder der Herr Drehball. Dreiball. Dreibein. Alex, verzeih uns, du warst, wie wir es meinen. Der sollte das mit dem Kicken lassen und noch einen Impact spielen. Das war ja richtig sensibel. Ja, also Rent macht wirklich viel schöne Yards. Ja, neues First Down. Echt coole Stimmung heute da bei uns am Feld. Ja, und jetzt ist Reed gefordert, vor der Pause sollten sie nichts mehr zulassen. Nein, es war halt kein gutes Momentum für die Reeder. So der Snap. Vor allem der Touchdown muss um jeden Preis unterbunden werden. Langer Pass, Auffangen von der Nummer 13, Bernhard Ruscher. Ja, genau das sind die Plays, was du erst angesprochen hast. Ja. Diese Fast Big Plays oder könnten Big Plays auf Bernhard Ruscher, das ist die Waffe, die halt die Legendaries haben. Ne? Ja, man sieht wirklich jetzt deutlich, dass Reed das Passspiel halt auf der Qualität leider fehlt. Mhm. Weil das hätten sie jetzt da unten an der Goal-Line wirklich mit ein, zwei Passspielzüge in die ganzen Läufe rein, hätten sie wirklich mal für Unruhe sorgen können. Mhm. Und das Momentum haben halt die Legendaries. Ja. Und jetzt wird es wirklich gefährlich für Reed, weil wenn jetzt noch ein Touchdown fällt, dann hat man 3 sogar Game und das wäre schon richtig. Wieder langer Pass, aber diesmal überworfen. Was ein eigenartiges Phänomen ist bei Legendaries Quarterback, immer wenn er, sagen wir mal von sich aus betrachtet, zur rechten Seite geht, trifft er seine Leute ganz gut und wirft gute Bälle. Zur linken Seite, sobald er seine Hüften aufmachen muss, ist das gar nicht so gut. Also da, okay. Das funktioniert überhaupt nicht, da überwirft er immer oder ist spät. Mhm. Also er ist auf dieser Seite eher harmlos. Harmlos, ja. Ja, und alles, was jetzt Passspiel gegangen ist, ist über die rechte Seite gegangen, wo der 80er steht. Also der hat da regelmäßig gute Bälle, die er verarbeiten kann, während auf der linken Seite nichts Gescheites ankommt. So, wieder der Pass, wieder harter Hit und gibt man da das Fumble oder ist das ein Incompletion? Nein, ich glaube, das war eher Incompletion. Da hat er schon 2 Schritte gemacht,
Da aber er hat ihn noch nicht in der Hand gehabt, glaube ich, die Nummer 13. Es war so. Rieder man eben dasselbe, dass er da schon Kontrolle gehabt hat und dass er ein Fumble sein müsste. Da bin ich jetzt gespannt auf die Entscheidung. Nein, ist schon entschieden. Incompletion. Ich mag sagen, dass er ein bisschen noch aufgeschupft hat. Für mich müsste er dann ja wirklich gesaved haben, dann, oder? Nein, er muss den Ball unter Kontrolle haben und eineinhalb Schritte oder zwei Schritte machen. Ja. Oder einen Football-Move. Ja, genau. Und das ist eine ganz enge Entscheidung, kann man in beide Richtungen geben. Ja. Also es war direkt, es war sicher gefordert, dass man da einen Fumble gegeben kriegt. Aber man sieht, Reed gefährlich. Also die ja, wirklich. Ja, ja. Und war dreimal schon wirklich jetzt knapp an der Interception die Reader dran. Ja. Eine haben sie schon gefangen. Also es ist, eine Herangehensweise, wirklich mit einem Play dann diesen Drive zu unterbinden und zu stoppen. Genau. So, schaut jetzt wieder noch ein Pass aus, geht in die Mitte und wieder gedroppt. Ist da schon mal aufgefallen, dass das die zwei einzigen Teams in Österreich sind, die goldene Helme verwenden? Nein, es gibt eigentlich nur ein drittes, kommen wir jetzt drauf. Ja, wer waren denn die dritten? Die Delft Patriots haben eine goldene Helme. Die haben auch goldene Helme. Ist mir jetzt aufgefallen. Okay. So beim Kopf durchzählen. Lilo Go Defense Gledic, das Lili. Go Defense Gledeitas, der Striker 444-77, jawohl, so gewinnt man Spiele, Go Legos. Und die Lisa Braid Gletz. Ja, so geht's dahin. Danke nochmal, wir wiederholen wieder unseren Sponsor für heutigen Stream, Cloud Company. Immer ein Partner, ein wertvoller. So, und jetzt kommt der Band, der ist relativ hoch, geht auch schön weit. Ja, schaut recht gut aus. Und geht out of bounds in ganz ungünstiger Position für Reed. Ja. Mal schauen, ob da jetzt vor der Pause noch was passiert. Und das ist ein Riesenvorteil auch für die Legionaries. Die haben die First Half Option genommen und kriegen noch den Ball. So. Wir bedanken uns bei 131 Live-Zuschauer. Adi, das macht uns stolz, oder dass 131 Leute uns zwar sehen wollen. Nein, das Match natürlich, ist es klar. Bei uns will keiner sehen. Obwohl, eigentlich schauen wir schon schick aus, oder? In den, ja, schon, oder? In den Jerseys. Man könnte fast glauben, wir waren einmal Sportler. Ja, genau. Und wenn man uns aber ein Rennen zuhört, könnten wir vielleicht wirklich da draußen einen finden, der glaubt, wir wissen was. Wir wissen was, ja, das schaut so aus. Ist aber nicht so. Aber 131 macht uns natürlich sehr stolz. So, die Gladiators relativ weit in der eigenen Endzone, kommen gleich mit einem Run, außer der relativ schnell gestoppt wird. Aha, da spielt einer Forrest Gump. Das ist der Run, der am besten funktioniert. Off-Tackle auf der rechten Seite, 36, Simon Däubler, also wieder ein neuer Name bei den Running Backs. Sie mischen da echt gut durch. Das war jetzt schon der vierte. Sehr viel Running Backs, ja. Wir haben ihn Weilhartner schon gesehen und wir haben ihn Nummer 41, der hat eigentlich am meisten Läufe besetzt, der Ziegler. Mhm. Aber schon 4-5 Running Backs zum Einsatz gebracht. Und da sieht man, also Tiefe und Qualität ist da in Reed. Also die sind nicht umsonst 6-0 und in dem Finale. Ja. Die würde einer da noch lang nicht... So, wieder ein Sweep-Pass, aber wieder gestoppt. Ja, aber First Down, der war gut für 15 ungefähr, würde ich meinen. Ja, das waren sogar mehr. Ja, das waren ungefähr 15 Yards Raumgewinn. Ja, neuer First Down. Jetzt wissen wir natürlich immer noch nicht, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist. Ob sich da noch was ausgeht mit dem Approach, weil die Mutter jetzt wieder unten ist. Ein Two-Minute-Warning hätte ich noch keins gesehen. Also müsste noch ein bisschen was drauf sein. Das ist eines der eigenartigsten Phänomene in unserem Football, dass es ein Two-Minute-Warning gibt. Es steht weder in die Regel, ich verstehe das nicht. Es darf kein Two-Minute-Warning geben in College-Football-Regeln. Ja, aber... Das gibt es einfach nicht. Aber normalerweise wird nur bei den 2 Minuten bei jedem First Down die Uhr angehalten, bis er gespottet ist. Ich kann dir sagen, warum das so ist. Ich habe mich irgendwann einmal aufgeregt, dass ich gesagt habe, ich komme dann nicht mehr rechtzeitig in die Kantine, weil zu viele Leute stehen. Und dann haben die Refs gesagt, für die machen wir das, wir zeigen nur mehr 2 Minuten da. Jetzt verstehe ich das mit der Kantine. Nein, du hast aber vollkommen recht. Also. Ja, also wir haben manche Spiele, da wird einfach nichts gesagt, das läuft weiter. Dann und dann gibt es Spiele, da wird sogar unterbrochen für die Two-Minute-Warning. Ja, ja. Also Gladiators nehmen wieder ein Timeout. Gladiators haben schon das zweite Timeout. Eins von Field Goal und jetzt wieder Timeout. So, dann wenn wir das Timeout haben, gehen wir wieder auf den Livestream. Markus Spinker sagt, Adi, ich muss sagen, grün-gelb steht er besser. Ja, Spinker ist klar. In meinem Herzen schlägt er, also in meiner Brust schlägt er ein reines Rhino-Herz. Für mich gibt es ja eigentlich nur die Kombination gelb-grün und noch ein bisschen gelb-blau aus meiner Giants-Vergangenheit. Okay. Aber...
man muss sich da ein bisschen was da identifizieren mit den Mannschaften, die da am Werk sind. Und damit die Räder da nicht vom Herrn Rohringer komplett unter die Radeln kommen, haben wir gedacht, heute muss es halt heute mal schwarz-rot sein. Schaut jetzt nach dem ersten langen Pass aus, jetzt kommt er. Oh, gefährlich. Und? Nein, inkomplett sein. Aber ja, war noch schön dran. Gehen wir noch kurz jetzt an. Jetzt aber muss man ganz ehrlich sagen, das ist eine Geschichte, die sollte man echt unterlassen. Der Herr ja. Sauer hat seine Qualitäten, dürfen Bälle werfen, gehört nicht dazu. Ja. Also der Approach mit den Läufen, da sind sie erfolgreich, da sind sie sehr, gut. Sehr, sehr. Ja, aber der Ball hat jetzt irgendeinen Steigwinkel gehabt. Er war sehr flatterig, sehr flatterig. Ja, das würde ich jetzt nicht riskieren, weil ein Turnover und Gegenpunkte jetzt, dann das ist das Spiel, natürlich ein Wahnsinn, dann ist ja. Das Spiel außer Reichweite fast. Es schon. Kommt wieder der Pass. Naja. Wieder inkomplett. Wieder inkomplett. Lord Voldemort sagt, Go, Däubler, Peter, Weingast, wir wollen Lupus sehen, liebe Grüße aus der Feldklasse, ihr seid top, Dankeschön. Anton Wegan, Go Legendaries, liebe Grüße an den Anton. Ja. So, wir sind dann in der Halbzeit. Also es war wirklich keine Dominic Warning angekündigt, weil es war schon fast Pause. Deswegen ja. Haben sie jetzt auch jetzt mal besser riskiert, damit ich entschuldige mich jetzt einmal. Wenn du natürlich keine Zeit mehr hast, musst du das so ich haben. Ich muss jetzt gehen, ich lasse mich mit Adi alleine und ich werde mir meinen Kameramann schnappen und wir sind gleich wieder bei euch. So, ich verteidige also meinen Hadrianwal da hinter mir als Alleinunterhalter, bis der Andi draußen irgendwelche Interviewpartner hat. Wir sehen den Herrn Gruber, der sich über die Schiedsrichter ein bisschen echauffiert, vielleicht über das eine oder andere, was da entschieden worden ist. Wahrscheinlich ist es noch das Face Mask aus der ersten Halbzeit. Ja, was können wir sagen über dieses Spiel? Noch relativ offen, leichte Upper Hand für die Legionaries. Unterschied ist exklusiv, dass die Legos auch ein bisschen werfen können. Aber noch ist lange nichts passiert. Es ist auch eine sehr faire Begegnung, bis auf das eine Hopperla da in der Mitte des zweiten Quarters. Also alles gut soweit. Noch alles offen, noch kann alles passieren. Ich schnapp mir da jetzt einfach einmal das Laptop und da schauen wir da, was da noch drinnen steht. Die Edith Habitz versteht zum ersten Mal die Regeln so richtig. Das freut uns natürlich ungemein. Wir sind da sehr interessiert daran, das irgendwie ein bisschen so weiterzubringen, dass es auch verständlich ist. Sollte es den Wunsch geben, dass wir ein bisschen mehr auf Regeln eingehen, müsst ihr es uns sagen. Okay. Sonst, wen haben wir da noch? Bassgame der Gladiatoren ist, aha, da haben wir eine, okay, der Hunter ist nicht zufrieden. Mit dem Bassgame, der Gladiators, das wird schon noch. Warten wir noch ein bisschen, das kommt noch. Also die Gladiators sind noch lange nicht draußen aus der Begegnung. Und ich glaube, dass sie jetzt in der zweiten Hälfte adaptieren werden und dann den einen oder anderen guten Pass spielen werden. Und jetzt bitte DJ. Egal, welche
Gut, wir gehen jetzt live, ja? Passt, Raffi? Ich bin schon aufgestellt, ja. Steve Berger, die Nummer 99, Finale großartig in die Gliederhüter-Serie. Wie ist der erste Eindruck in der Halbzeit? Wahnsinn, ich glaube, ein Finale ist immer was ganz Besonderes. Dann daheim auch noch das erste in 10 Jahren Vereinsgeschichte. Ich glaube, es kann bis jetzt auch nicht besser laufen. 9-0 vorne, super. Wie ist nervositätsmäßig? Erstes Finale, bist du schon ein bisschen hyped? Können wir das zensieren dann, oder? Ja. Nein, ist eh ganz okay. Am Anfang natürlich normale Nervosität, aber nach dem ersten Snap alles top. Okay, gut. Prognose für die zweite Halbzeit. Was machen die Legionaries? Voll draufgehen wie immer, oder? Voll draufgehen, passt. Dann danke fürs Interview, geh danke. Wieder zu deinem Team und freut uns und aufpassen und fit bleiben, gell? Nicht verletzen, gell? Danke, immer. Passt, ciao. Dankeschön, wir gehen ins Studio. So, wir hatten ein kurzes Interview mit dem Steve Berger. Und was wir hier auch beobachten, die Rieder beim Aufwärmen wieder probieren, die Choreografie der Cheerleader nachzumachen. Schauen dabei aber weniger spektakulär aus. Also Ried schon wieder beim Aufwärmen zur zweiten Halbzeit. Wir sind auf der Suche nach dem zweiten Interviewpartner. Der Andi Rohringer ist draußen unterwegs und hat jetzt unsere Nummer 36 zum Interview. Sehr gut, wunderbar. Es rennt genauso, wie wir sich das vorgestellt haben. Unser Defense heute halt bombenfest, zu null, brauche ich nicht mehr sagen. Drei Turnovers in der ersten Hälfte, funktioniert. Offense, ein Touchdown, ein Field Goal. Es läuft, zweite Halbzeit gehört sowieso immer uns, also machen wir überhaupt keine Gedanken. Stefan, gute Atmosphäre, super Gefühl, gutes Publikum, super Stimmung, ist wunderbar. Schon toll, oder? Wunderbar, also wir können nur sagen, ein Danke an unsere Fans, trotz dass wir nur 500 reinlassen haben können, sind sehr viele von unseren Fans gekommen, machen eine Bombenstimmung, ist echt super zum Zuschauen. Und, was man auch sagen muss, wenn man da hinterher schaut, die Rieder-Fans, die sind da mit 110, 120 Leuten, wirklich, muss man wirklich applaudieren, dass die denn die weite Anreise gemacht haben und die machen auch super Stimmung. Gratulation fürs ganze Organisieren, für das alles danke. Zu machen und viel Glück in der zweiten Halbzeit. Danke. Nicht wetten. Bitte. Schaffen wir. Ciao, danke. Papa. Pepe, Mikro. So, wir hatten. Okay. Daniel Koller, einer der zwei Headcoach bei mir mit strahlendem Gesicht. Wie ist der Eindruck der ersten Halbzeit? Ganz gut, Gott sei Dank. Also 9-0, was will man mehr? Wir führen. Jetzt heißt es einfach exekutieren, genauso weiter. Stimmung extrem ja, cool, echt geil. Wie ist das Gefühl draußen? Ja, super. Hey, man hört von beiden Seiten die Anfeuerungen. Das ist echt, echt ein super leibendes Finale. Erste Finale und ja. Danke, so viel Zuschauer, ja. So eine geile Stimmung. Super, super organisiert, tolle Leute, echt, echt toll. Super. Passt. Daniel, viel Glück noch, viel Spaß noch. Danke. Passt auf, wenn euch zu umbleiben, ist das Wichtigste, dass ihr nicht verletzt. Und sowieso. Ich halte euch die Daumen. Danke. Passt, danke schön. Passt, danke. Danke. Ciao.
Geht's? Ja. Go. Michael Esselberg, Präsident der FPÖ. Danke, dass du im Interview kommst. Challenge ja. Für das erste Mal für die Legionäres. Wie taugt dir die Stimmung so in Großen und Ganzen? Ja, total. Also ich war ganz begeistert, als ich gekommen bin. Es war etwas knapp, muss ich gestehen. Es waren Schlangen. Muss auch gratulieren. Brav, alles kontrolliert. Danke, danke. Und auch den Quick-Check habt ihr ja. Mit dem QR-Code. QR-Code, ja. Also alles perfekt gehandelt. Stimmung ist super. Für euch natürlich schaut es auch nicht so schlecht aus. Aber es gibt noch eine zweite Halbzeit. Also es wird noch eng und spannend. Und na, super, Wetter passt auch. Passt. Stimmungsmäßig ist natürlich toll, dass im Fußball Österreich so viel weitergeht. Ich glaube, das freut dich total. Na, absolut. Natürlich kann ich auch die Rieder verstehen. Die hätten es auch gern natürlich in Ried gehabt. Da ist auch viel los. Man muss sich dann halt für einen entscheiden. Und in dem Fall seid ihr das längere Mitglied sozusagen. Und es ist ein spannendes Finale. Die Stimmung passt, die Umgebung passt, das Wetter passt. Herz, was willst du mehr? Und trotz Corona sieht man, die Leute halten sich an alles. Es ist wirklich schön und man sieht auch, oder Gott sei Dank, dass Corona jetzt nicht so extrem eingeschlagen hat, wie man das befürchtet hat. Ne? Ja, obwohl die Zahlen momentan fürchterlich durch die Decke schießen und natürlich die verschärften Maßnahmen kommen. Aber darum noch einmal betone ich auch echt, dass ich wirklich sehr stolz auch auf euch bin, dass ihr das so exakt kontrolliert und die Leute auch wirklich brav die Wartezeiten in Kauf genommen haben, ohne Murren sich angestellt haben und die Checks gemacht haben. Alles gut. Michi, dann sage ich danke für die Interview. Danke, dass du gekommen bist. Du wirst ja dann auch die Pokalübergabe machen. Ja. Und wir würden uns natürlich auch freuen, wenn wir dich nächstes Jahr zu Legionäres an R einladen dürfen. Natürlich, weiter gerne, bei uns. Ja, ja, ich weiß. Auch einladen dürfen. Wir werden für uns eine große Ehre. Wir werden einen Termin sagen. Wir werden es melden. Michael, danke dir. Gell? Gern. Danke. Ciao. Tschüss. Wir sind raus. So, wir kommen wieder zurück zur zweiten Halbzeit. Der Andi ist noch immer draußen vor Ort bei der Malte und versucht Interviewpartner zu finden. Wir haben schon Daniel Koller gehört, strahlendes Gesicht bei ihm, da ist ein guter Dinge. Der Stefan Steger auch schon relativ tief entspannt, also es läuft ganz gut für die Legionäres zurzeit. Und dann haben wir in Michael Eschelböck gehört, unseren Verbandspräsidenten, der da heute Gast ist und dann aber der Siegerehrung nochmal auftreten wird, die Medaillenübergabe machen wird. Ich habe mir inzwischen ein bisschen den, sagen wir mal, die Kommentare angeschaut im Chat. Der Kornvoll will wissen, ob der Platz relativ feucht ist. Nein, der ist total trocken. Also es ist ein wunderschöner Tag, dass die Spieler ausrutschen, ist sicher nicht dem Untergrund geschuldet. Der Rosen ist wunderbar, alles noch trocken. Es wird jetzt schon ein bisschen, wie soll man sagen, die Temperaturen sinken ein wenig, weil es ein bisschen gegen Abend geht, jetzt schon da von der Witterung her. Also es wird ein bisschen feuchter, aber das ist überhaupt kein Problem. Also beste äußere Bedingungen. Dann haben wir probiert, wie von euch gewünscht, die Nummer 78 von den Ried Gladiators in Rene Rockenschaub zum Interview zu kriegen. Aber das hat den Head Coach nicht so besonders gefreut. Der hat uns das nicht erlaubt, Interviews zu führen mit seinen Jungs. Damit gibt es von den Gladiators zum Spiel momentan keine Stellungnahmen, leider. Die werden sich jetzt wahrscheinlich gerade überlegen, wie man die zweite Hälfte haben wird. Ja, was haben wir sonst noch an Kommentaren? Der Anton Meyer würde sich wünschen, dass die Wiener umgehauen wird. Jetzt sind wir leider da nicht in Wien, sondern das sind so betrachtet Niederösterreicher. Ne? Also es sind keine Wiener da, die man umhauen kann. Also so betrachtet, ja, können wir dem Wunsch leider nicht nachkommen. Andi, die Nummer 78, wo ist er? Von den Ried Gladiators, den müssen wir interviewen. Der Chat schreit nach einem Interview mit Nummer 78 von den Gladiators. Okay, ja. So, Andi hat mir gerade gesagt, er hat keine Chance gehabt, er hat jetzt alles, alle Mittel im Wege. Bleib da jetzt. So im Flow drin. Ja, der hat alles probiert, die Nummer 78 zu interviewen, aber es hat sich leider nicht machen lassen. Es tut uns leid.
Also wir werden in Rocky nach dem Spiel interviewen, wenn wir ihn erwischen. Und es geht eigentlich schon wieder los. Wir sind ready für die zweite Halbzeit. Der Andi nimmt schon wieder mit mir Platz jeden Moment. Und wie gesagt, bleibt dran. Unser Römer-Battle ist noch lange nicht entschieden. Es hat auch früher so ausgeschaut, dass die Legionäre da völlige Kontrolle über die Gladiatoren haben. Lieber Adi, so viele Kilometer wie jetzt habe ich ja schon ewig nicht mehr gemacht. Ich fühle mich schon richtig schlank. Ja, Sport ist nicht so ungesund, wie man glaubt. Sport ist Mord, weil die Technik ist da. Ich kriege wieder was angehängt. So, bin so, wieder da. Ja, Adi, ich zeige mich schon wieder um. So, also ich habe mich jetzt wirklich bemüht, alles was geht zum Anfangen. Die Rieder waren sehr beschäftigt, was ich natürlich auch verstehe. Es tut mir leid, wir werden das schauen, ob wir das nachholen können. Auf alle Fälle möchte ich nur sagen, ich bin außer Atem, jetzt muss ich gleich was trinken, lieber Adi. Was wir natürlich auch gesehen haben, spektakuläre Kicks. Mm. Ein Kicking Battle war am Start, ich habe nicht mitgekriegt, wer gefangen hat. Ich sage, da waren zwei, drei von den Jungs, was da mitgemacht haben, waren richtig gut. Ja, aber wieso schickt sie immer den Alten da raus? Aber gut. Nächstes Mal magst du das, lieber Adi. Ja, du brauchst das eh ein bisschen, komm jetzt. Aber ich sage euch nur eins, das Wetter passt, Stimmung ist gut, wir sind komplett voll. Du bist ja jetzt da draußen am Geläuft, wenn eine der Fragen im Chat ist, wird es schon ein bisschen klamm, der Untergrund und feucht? Es wird ein bisschen, es nimmt schon Fahrt auf, es nimmt schon Fahrt auf. Ja. Also jetzt vor allem da, wo man jetzt sieht, der Schattenbereich vorne am Feld, da wird es jetzt wahrscheinlich schon ein bisschen rutschig werden. Also, wir werden das beobachten. Der Christian Steiner hat zu mir gesagt, es wird schon kuschelig. Ja. Kuschelig haben es wir, Gott sei Dank, weil wir da geschützt durch unseren Windfang da hinten. Der Windfang kannst du natürlich bei uns in Rücken nicht ziehen. Wir sind da gut aufgehoben in einer Kabine, sind wir da. Und ich hoffe, dass die Interviews passt haben, war das erste Mal, dass wir das probiert haben. Dankeschön an unseren Kameramann Patrick Dinhoff, der mich da begleitet hat. So, und das hat super funktioniert. So, die Nummer 40 nimmt auf. Oh, schnell gestoppt. Der Alexander Plaschek hat es da bald überstanden gehabt, 32. Ja, das ist nicht klar weit. Der Diermeier Christopher, der ist mir in der ersten Halbzeit schon ein, zweimal aufgefallen. Da hat er im offenen Raum gute Tackles gemacht. Oh, da ist jetzt aber was passiert. Wir haben einen angeschlagenen Spieler am Feld. So wie es ausschaut, einen Spieler der Ried Gladiators. Das ist leider außer unserem Bild. Ja, Adi, was soll ich sagen? Michael haben wir auch gehabt im Interview, Michael Eschelböck. War natürlich eine Ehre für uns und er hat uns auch sehr gelobt, dass wir alles eingehalten haben. Ja, wirklich guter Dank an die Organisation, ist wirklich gut organisiert für Rieder-Fans da. Das ist wirklich cool, wirklich cool. Man muss das einmal so sagen, wie das ist. Ich schmeiß da jetzt einfach mal raus. Ich mag das Rieder-Team. Das sind voll sympathisch coole Truppen und machen saugute Arbeit. Ja, also und der Anhang da und wie gesagt, da fahren viele Leute mit, da sieht man, dass da wirklich ein Zusammenhalt da ist. Und auch danke an die Fans der Rieder. Man sieht die drübere Seiten voll, dass die jetzt auch da sind und ihr Team anfeiern. Wirklich eine tolle Geschichte. Wer ist der Mann? Das ist wirklich ein Ried Gladiator-Spieler gewesen. Wir sehen da die Nummer von hier aus nicht. Geht vom Match. Wir wünschen ihm natürlich gute Besserung und hoffen, dass es nicht gar so schlimme Sache ist. Ja, aber so wie er sich da bewegt, ist das ein nicht so tragische Geschichte. Ja. Also da dürfte es bald weitergehen. Aber ich betone das immer wieder und das möchte ich auch gern weiter betonen. Man sieht eigentlich die Fairness in diesem Sport. Man bekämpft sie wirklich am Feld, aber wann dann was ist, leidet man mit den Spielern mit und man zahlt ihm Tribut. Also das ist das, was... Es gibt ja zwei Prioritäten. Zuerst müssen wir mal alle zusammen Football von einer Randsportart zu einer Kernsportart machen. So ist es. Und da halten wirklich alle zusammen. Genau. Und nur in zweiter Näherung ist man Gegner am Feld. Genau, nur so, am Feld. Ist es. So ist es. Also, man sieht es ja, wir sind schon lange gut befreundet. Sehr lang, Legendaries und Rhinos. Ja, ja. Ne, haben da ein gutes Verhältnis miteinander und wenn wir gegeneinander spielen, dann haben wir uns auch auf die Murmel. Also immer, immer. Aber das so soll es ja sein. Ne? Ja. So, wir kommen wieder zum 33, Spiel, aber schnell gestoppt. Ja, auf dem Alex Ernst haben sie sich jetzt schon ein bisschen eingestellt, würde ich sagen. Wobei er macht weiterhin seine 2, 3, 4 Yards, die macht er. Ne? Ja. Ich bin mir nicht sicher, wie der Approach jetzt sein wird von den Legionaries. Will man schon ein bisschen die Uhr mitbewegen? Oder will man auch richtig aufs Tempo und auf den Score drücken? Mhm. Irgendwie ist die Frage jetzt, geht man es konservativ an? Bleibt man bei seiner Schiene? Das hat gut funktioniert in der ersten Halbzeit. Mit den Rumbling nimmst du natürlich Zeit von der Uhr. Ja, und vor allem, wenn man das Passrisiko geht, dann sind die Räder ganz gefährlich. Weil sie sind richtige Ballhawks, sind immer auf der Suche nach dem Big Play und nach der Interception oder dem Fumble. Genau.
Da war jetzt wieder viel Druck auf den Quarterback Clemens Bauer und der Ball ist natürlich nicht gut angekommen, war auch aber sehr tief geworfen, was man gesehen hat. Und ein bisschen Druck war wieder da. Wir haben einen 3. und 8, 7, 8. Also eine potenzielle Passsituation. Und das wäre natürlich ein super Auftakt in die zweite Hälfte für die Gladiators, wenn sie am 3 und Out erzwingen können. Ja. Wir stehen ja relativ weit hinten. Das ist die, was ist das? Das ist die 13-14-Yard-Linie, ja. Wo wir in Marker stehen haben. Das heißt, wir sind an der 16 jetzt ungefähr. Quarterback audible noch, das Game. Aha, das schaut nach einem Flag aus. Das ist ein Freeplay meiner Meinung nach. Dürfte sich die Defense ein bisschen zu früh bewegt haben. Ja, das kann man jetzt so auf die Schnalle nicht sagen. Ich hätte Movement auf beide Seiten gesehen. Schauen wir mal, was die Refs sagen. Haben wir da? Ja, Flag liegt. Ich glaube, es war ehrlich ein Snap, aber schauen wir man mal. Mag sich getäuscht fühlen. Ja, was gibt es zum Sagen? Danke nochmal Cloud Company für die Unterstützung heute für unseren Livestream. Das kann man nicht oft erwähnen, dass wir da dankbar sind, dass uns die unterstützen. Nicht oft genug erwähnen. Oft genug, ja genau, Entschuldigung. Ich habe nicht mehr kalte Hände, mir ist noch immer huschig ein bisschen von da draußen, muss ich ganz offen und ehrlich sagen. Ja, aber ich mache das gern für die Adi. Ja. Man sollte ich kann dann leider nur ein Erfrischungskaltgetränk anbieten. Ein Kaltgetränk. Ja, wir also haben leider noch... Ein warmes Gagatschal mit Rum war das nicht schlecht. Jetzt schauen wir mal. Keine Flagge oder viel. Also sie haben beides beraten und auch beides gesehen und weil sie keinen Schuldigen ausmachen haben können, nehmen sie es einfach auf. Das heißt, wir sind beim 4. Versuch? Ja. Nein? Oder 3. Ja, das ist jetzt die Frage. Nein, ich glaube, das ist der 4. Versuch. 4. Versuch. Oder wird der 3. wiederholt? Das hat er jetzt nicht dazu gesagt. Nein, das haben wir nicht gehört. Vielleicht kann die Technik auch die Timeouts umstellen. Nein, schau, und dann wird nochmal unterbrochen, weil es müsste jetzt ein 4. Versuch sein. Wenn es keine Flag gegeben hat und der Spielzug gespielt worden ist, dann ist das jetzt 4. Versuch. Ja, genau. Die Legendary ist nämlich das erste Timeout, jetzt die, schon in der Phase. Die waren sich sicher, dass es gegen Reed geht, haben deswegen das Bandteam nicht rausgebracht. Okay. Und das war jetzt ist einer die Zeit ausgegangen. Okay, okay. Deswegen werden sie jetzt das Bandteam schicken, weil es ist ein 4. Versuch. Ja. Ich schiebe den wieder um, weil sonst bin ich wieder nicht in Bühne und kriege wieder Schimpfer vom Adi. Wo sind wir denn überhaupt stehen geblieben? Wir sind da stehen geblieben, wie feucht ist da draußen? Also das war mal eine große Frage. Wie feucht vom Platz? Wie feucht? Okay. Ja, da irgendwo da unten. Dann haben wir Anton Meyer, haut die Wiener um, haut die Wiener um. Das habe ich ihm schon erklärt, dass ja keine Wiener zum Umhauen da sind. Wir sind Niederösterreicher. Auf das bestehen wir. Wir wollen uns da nicht an Wiener nehmen lassen. Alles klar, danke für die Antwort vom Adi. Come on, 54, go Gladiators. Dann Mac Lillibocek, Getcho, Gladiators. Ja, Lorenz Fischleitner, Gugelitos und Claudia Zeitler, Nummer 29, Herzchen. Ich glaube, die Nummer 29 kennt die Claudia Zeitler von Gugelitos. Ah, okay, der Christoph Spiesberger hat eine Holde angetraute oder eine Stalkerin. Das wissen wir jetzt nicht so genau. Liebe Claudia, wir werden es am Ausrichten auf alle Fälle. Ja. Da wird sie sicher gefreut. Inzwischen haben wir einen wunderbaren Band gesehen. Die Gugelitos haben ihn nicht aufgenommen, dann hat er einen super Bounce genommen. Man ist relativ weit in der eigenen Hälfte jetzt. Also ist natürlich jetzt wieder ein Momentum eigentlich für die Legendaries, weil man es so weit wieder geschafft hat, den Ball zurückzutragen in die eigene... Nein, ist es nicht. Nicht? Nein, man hat ein 3 und Out erzwungen, ein Band erzwungen, es ist das Momentum auf Seite also der Reeds. Also der das. Ja, wenn der so ein guter Band war. Die Reeder haben einen ersten Zug nach der Pause erreicht und jetzt müssen sie einen Drive etablieren. Haben den Drive gestoppt, ja. Jetzt müssen sie einen Drive etablieren. Und wenn wir mal schauen, wie ist es jetzt angegangen? Ob es mit einer Kernkompetenz in Lauf zu Werk gegangen? Schauen wir, schaut dann noch wieder aus. Da sind es nur 9 Punkte, also ich würde den Lauf weggehen. Nein, der Lauf, ja, kommt ja. Wie du sagst, aber schnell gestoppt. Schnell gestoppt. Joker Jules sagt, ja, dann haut es die Niederösterreicher um. Ja, das akzeptieren wir. Ja, das, das ist gekauft. Das ist okay. Das also okay. Das nehmen wir. Das nehmen wir auf alle Fälle. Schnell gestoppt, waren sogar, glaube ich, minus Yards. Nein, war genau zurück oder war zurück an die Line. Und jetzt ein interessantes Phänomen, nachdem da jetzt die Sonne am Untergang ist, wie wird sich das... Sack, wir haben einen Sack. War das jetzt eine Miscommunication? Das hat ein bisschen danach ausgeschaut, oder? Nein, es war wahnsinniger Druck durch gleich 5 Spieler bei der Legendaries. Mhm. Also da ist die ganze Line durchgekommen, plus 2 Linebacker. Was bei der 88 gehabt? Wer ist das? Wen haben wir da? Den Peter Hartmann, also Linebacker.
der war dran, 24 war mit dran, also da ist ziemlich alles durchmarschiert jetzt. Und das massive Raumverlust, das wird dann jetzt ungefähr 10 Yards kosten haben, den Rädern. Peter Hartmann, alias Speedy, muss ich dazu sagen, ist auch ein Urgestein, ein Mann der ersten Stunde bei den Legendaries. Und wenn man denkt, wir haben heuer 10 Jahre wieder, wie der Junge spielt, der 10 Jahre eigentlich schon Football. Oder Achtung, ne? So jetzt wieder der mit dem Off-Tackle-Run, der immer am besten funktioniert hat bis jetzt, aber diesmal... Ah, Flag, wir sehen ein Flag. Ja, dürft wieder ein Face-Mask sein, der Spieler zeigt es an von der Reed. Warten wir mal ab, was da... Das wäre natürlich ein ganz dämliches Foul. Ja. Weil das wäre jetzt der Stopp schon gewesen mit fetten Raumverlust und mit einem Face-Mask ist es natürlich automatisch fast down. Das wäre jetzt ganz bitter. Das wäre natürlich schlecht. Personal foul. Face mask. Number 88, number 18. It's a 50-yard penalty. 88 ist der Mann, über den wir gesprochen haben, über Bidi, Peter Hartmann. Das sollte nicht passieren. Bidi eigentlich auch vorne ein Spüler. Das ist ein richtiger Momentum-Changer, weil das war jetzt vierter Versuch, fast an der eigenen Goal-Line gewesen. Da hätten die Legionaries jetzt im Ball an der eigenen oder an der gegnerischen 40 wieder noch ein Band im Empfang genommen. Genau. Und jetzt gibt man da das First Down her. Also ein denkbar schlechter Moment für einen Foul. Vor allem, weil das Face Mask ja immer automatisch First Down ist. Wenn es nur die 15 Yards gewesen wären, hätte es gar nicht gereicht für First Down. Man schaut, ich glaube, es wird wieder ein Run. Die Gladiators konzentrieren sich weiterhin auf den Run. Ja, schaut wieder. Eyebrow Right, der 24er beim Vorblocken. Und wieder gestoppt. Der Herr Berger war es das Mal. Wer ist da gelaufen? Es war die Nummer 44. Florian Buttinger, den haben wir heute zum ersten Mal erwähnt. Aber wieder einer aus dieser Running Back Gruppe. Und die performen alle ungefähr gleich gut. Also gleich da ist gut, keiner der herausragende Mann. Aber alle sind sehr stabil und sehr solide unterwegs. Also da hat jetzt jeder schon seine zwei, drei Läufe. Auf alle Fälle. Für 10, 15 Yards. Und wenn du es zusammenrechnest, sind die Räder sicher auch schon für deutlich über 100 Yards gelaufen. Ja. Wir haben eine Frage, Thomas Leit gibt, traut sich den Gladiators auch ohne wirkliche Passing-Game noch zu, den Finale spannend zu machen, Adi? Du schon? Bist du der Meinung, dass sie das nur spannend machen können, ohne Passing-Game? Wenn sie jetzt bei dem draufbleiben, wie sie jetzt sind, wenn man sieht wieder, First Downlauf, 7 Yards, wenn sie nicht von dem abweichen, wenn es das, was nicht funktioniert und der Pass funktioniert überhaupt nicht, wenn sie das einfach in die Tonne treten und jetzt sagen, okay, wir spielen nur mehr Trick-Plays und laufen. Und spielen vielleicht so Start-Screens und irgendwas hinter der Line, wo ich nur 3 Meter werfen muss. Mhm. Dann haben sie eine Chance. Okay. Wenn sie es mit dem Pass-Game probieren, verlieren sie das Spiel viel schneller als ein Athlet ist. Aber also ist das nicht, können sie nicht riskieren. Ist das jetzt einfach dann zum Auslesen für die Legendaries, dass sie sagen, okay, jetzt rennen sie ein und wir bewiesen das. Und natürlich, was auch ist, sie nehmen selber viel Zeit auf, die Gladiators. Ja, aber es sind nur 9 Punkte. Mhm. Also wenn wir jetzt bei 22-0 stehen würden, dann würde ich sagen, da schau, und da ist es, das fette Play. Das ist das, was sie machen müssen. Mhm. Ungefähr 40 Yard Lauf von der Nummer 36. Broken Run von Simon Däubler. Und da müssen sie draufbleiben. Das und man sieht da, sie haben Erfolg. Ja. Die Legionaries haben am Anfang den Lauf viel besser gestoppt wie jetzt. Ja. Und kriegen zunehmend Probleme. Mit dem Speed für die, okay, für die Räder. Also noch ist es nicht vorbei. Ich gebe ihnen noch... Nehmen wir eine 50-50 Chance. Ja, ja. Aber immer noch solide Chance, dass das noch dran können. Also dann, noch ist es nicht vorbei. Gut, dann schauen wir. Thomas Leit gibt außerdem ein Star-Receiver vor dem Herrn. Der würde natürlich gern lange Pässe sehen. Ne? Okay. wieder rausgezogen, geht nach außen, jetzt kommt der Pass. Aber ja, wie du sagst, das ist halt nicht das Mittel für die Rieser. Ich will da jetzt nicht zu kritisch sein, aber der Pass hat vom Get-Go keine Chance. Ja. Da ist kein Mau in der Nähe, da ist kein Composure, da ist kein Wurf da. Das passt einfach nicht. Laufen und das, dann wird es ein Game of Will. Ja, ja. Und dann ist nicht mehr noch lang nur Zeit. Und mittlerweile respektieren die Legionaries im Pass auch schon einmal. Ja, ja. Sie bringen trotzdem alles nach vorne, weil sie wissen, wenn da hinten mit dem Pass was passiert, dann muss das echt viel Glück jetzt sein. Jetzt dürfte wieder der Run kommen, jetzt gehört Übergabe, aber man steht schon wieder da und stoppt den Running Back schnell wieder. Ja, aber es waren wieder 3-4 Yards und das muss man, auf dem muss man draufbleiben. Da, schau, das waren, was waren es, 5 Yards. Mhm. Also zunehmend geht der Lauf besser
Und der Pass geht schon eigentlich von Anfang an. Aber ist halt fürs Publikum ein bisschen unattraktiv, weil die wollen halt auch ein bisschen die beste Szene. Ist völlig egal, das ist ein Finale, da geht es nur um gut oder nicht gut, egal wie es das gewinnt. Ja, ja, das kann richtig potthässlich sein. Da musst jetzt alles dafür tun, dass du mal ein One-Score-Game hast, am besten einen Touchdown, weil dann bist du eigentlich mit einem Field-Goal schon vorn. Okay. Wenn du jetzt die 7 machen könntest, das wird richtig Druck aufbauen für die Legionaries. Kommen wieder, schauen wieder nach einem Run aus. Das wird noch nicht richtig Druck aufbauen. Ja, ist wieder, aber kommt der Pass und wieder ein Flag. Glück im Unglück. Ein, da haben wir einen Late Hit, also wahrscheinlich ist das ein Roughing the Passer für 15 Yards. Er hat genau in die Richtung geschaut, er hat die Flag genau in dem Moment geworfen, wo der Ball weggegangen ist. Und wenn das so stehen bleibt, wieder ein First Down für die Raider. Ja, mit diesen Straßen bringt man sie... Wir stehen an der 25, ist gut auf der Distance to the Goal sein, also First Down an der 12. Man bringt sie jetzt mit... Ja, na, da haben wir, ja. Ja, mit diesen Straßen, das ist was, was man jetzt nicht braucht. Überhaupt so weit hinten in der Endzone. Und das tut natürlich massiv weh. Ne? Jetzt hätte man da, eigentlich hätte man es jetzt zweimal gestoppt gehabt. Einmal an der eigenen Goal-Line und einmal außer Post oder an der Grenze zur Field-Goal-Reichweite. Ja. Und schenkt jetzt 30 Yards her. Das ist wirklich... Ja. Bei Undiszipliniertheiten dürfen sie nicht leisten. Ja. Gut, das heißt, also wir zwei Sachen, die uns nicht gut jetzt gelaufen sind. Wir stehen schon an der 10, das heißt 4 Versuche bis in die Endzone, kein First Down mehr möglich. First and Goal, und das dürfte die 9 oder die 10-Yard-Linie sein. So, wieder der Run, geht nach außen, aber man ist dran. Und wer weiß, die Nummer 99, Steve Berger. Steve Berger mit Riesenglück in dieser Situation. Und da rettet er schon der Reifen mit ihm, das war an der Grenze zu einem Horse-Collar-Deckel. Da wird ihm jetzt der Whitecap gesagt haben, lass das, mein Freund. Da hat er ihm da hinten in den Nacken gegriffen und da runtergezogen. Also es wird wieder 15 Yards straff sein können. Hätte es auch können. Trotzdem gut gestoppt jetzt. Wir haben einen zweiten Versuch und 12. Das hat 2 Yards Raumverlust gebracht. So, wir haben ja wieder ein paar Fragen. Kornvoll sagt, spannend genug, Fragezeichen. Und Andreas Feitzinger sagt, habt ihr schon einen fixen Interviewtermin mit Rocky? Nein, den haben wir noch nicht. Aber wir werden ihn vor der Siegerehrung erwischen. So, schauen, wir haben die Nummer 44 wieder gesehen. Ja. Der Florian Pottinger. Und der hat jetzt wieder gute 5 Yards, 4 Yards gemacht. Aber dritter Versuch und Goal. Und jetzt stehst du wirklich vor einer blöden Situation. Also ja. Jetzt muss mehr gehen. Jetzt, na, du hast nur den einen Versuch in die Endzone zu kommen, weil dann muss das Field Goal kicken, dass du drinnen bist, oder? Holding, okay. Wilcox sagt, wieso ist das Pass geben der Rieder so schlecht? Ja, das ist eine Frage. Ja, ich glaube, es kommt viel vom Quarterback an. Hast du einen Quarterback, der eine gute Hand hat, dann funktioniert es. Wir waren ja auch in der Phase damals mit dem Dominik Hecht, wenn du dich erinnern kannst, wo wir einen sehr laufen. Der war ein Typ. Der war Wahnsinn. Ja, aber der hat auch werfen können. Der hat werfen können, aber trotzdem war das ein bisschen seine Schwäche. Und in der ersten Season, wie bei den Legendaries war, haben wir einen Schandler gehabt, das Quarterback. Mit dem haben wir auch nur ein Run-Game aufziehen können, weil er einfach die Hand nicht gehabt hat. Das heißt, es liegt sehr wohl auch teilweise in einem Quarterback, hat er die Hand oder nicht. Und es ist nicht so einfach, muss ich ehrlich sagen. Und da würde ich eine Lanze für die Quarterbacks sprechen, überhaupt Quarterback zu spielen. Ja. Ist nicht das Einfachste. Und, muss nein, man sagt, finden, das ist eigentlich in allen Sportarten ziemlich die schwierigste Position, wo am meisten auf die zukommt. Ah, genau. Genau. Und, nein, es ist echt nicht leicht. Es ist nicht leicht, ja. Aber ich bin da ja vom Glück gesegnet. In meinem Team habe ich da eine Nummer 1 vom Allerfeinsten. Ja. Der ist seit dem ersten Tag unser Starting Quarterback. Der ist wirklich top. Wieder so, ein Run. Man geht wir wieder, haben einen vierten Versuch. Er zieht ihn raus. Ist er ein Quarterback. War wieder... Gibt mir wieder das Flag. Nein, er steht noch... Ja, der vierte. Was werden sie jetzt machen? Werden sie das Field Goal machen, Adi? Also ganz ehrlich, ohne zu nahe treten zu wollen, der 17er kann gar nicht so weit werfen, wie es braucht für First Down. Er sicher muss kicken. Da laufen kannst du das nicht. Also, One-Score-Game draus machen und dann endlich den Pass über Bord schmeißen und das machen, was man kann, nämlich laufen, 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 laufen. Ja. Und hoffen, dass man die Defense mitkriegt. Und das Ganze gleich in einem No-Huddle-Modus, dass die gar nicht mehr austauschen können. Dass sie gar nicht mehr hinstellen können. Ja, ne? Und den flach laufen. Ja. Das ist das einzige Mittel, das die Rieder noch haben. Der Pass wird halt nichts mehr. Und jetzt, wenn es klamm und feucht wird,
Dann wird es überhaupt schwerer mit dem Pass. Ja. Aha, was haben wir da? Auszeit. Ich glaube, war das. Von wem? Delay of Game. Delay of Game. Offense. Ja, das ist das, was wir gesprochen haben. Du als Head Coach selber, das ist glaube ich das, was... Ja, vor allem in dieser Situation ganz blöd, weil jetzt sind sie vielleicht sogar aus der Field-Goal-Reichweite draußen. Ja. Ja. Weil das geht jetzt von der 22 an die 27. Ja. Plus Endzone sind 37, plus 7 Yard Final sind 44. Und 44 ist echt schon zu alt, sondern ist 40. Ist ja wie ein Mathematiker, das ist ja ein Wahnsinn. Es ist ja bei dir geht das wie bei einer Rechenmaschine. Rucki, 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 zucki. Ich muss es ehrlich sagen, mal echt Kompliment. Ich bin froh, dass ich dich als Partner habe. Es schaut jetzt mal ein bisschen schlecht aus, aber es nimmt mich in Kauf. So, und jetzt müssen sie ausspülen. Sie sind zweit weg. Ja, werden sie? Nein, ja, nein, was machen? Banden. Sie banden ja. Ja, bitte. Ja, und das waren genau die 5 Yards, die auf die Chance, die haben die Chance kosten. Ja. Wegen einem Deadball-Foul. Ja. Da kann man ja echt auszucken. Jetzt haben sie zwei Fieldgoals verschossen. Ja. Oder vergeben. Vor allen Dingen. Eins hergeschenkt und eins nicht getroffen. Ja, und sie haben sich zweimal das Momentum genommen. Seien wir sich ehrlich, oder? Sie haben sich jetzt zweimal das Momentum genommen. Ja. Dem, ne? Ah, schade. Schade. Ich hätte echt gesehen, wie die Legendaries reagieren, wenn es nur bei One Score Game ist. Ja. Gut. Aber Wilcox. Noch ist nicht aller Tage Abend. Nein. Ich glaube, da an die rebellische Gladiator war noch Taulung. So. Wilcox. Ist da was passiert mit dem Quarterback der Rieder? Nein, ich glaube nicht, dass, wie gesagt, dass was passiert ist, sondern dass eben, wie wir schon besprochen haben, dass eben einer die Hand hat, ja, einer hat es nicht. Ne? Ich hab ein paar Mal gesehen, wo er gar nicht schlecht war. Okay. Aber das war in Situationen, wo er null Druck gekriegt hat, wo er richtig Zeit gehabt hat. Und der gibt ihm halt die Legendaries Defense nicht. Ja, ja. Wenn man sichtbar alle Pässe, er kommt nie dazu, dass er sich settet. Er kommt nie dazu, dass er mal seinen Move durchmacht. Er hat auch nicht die Zeit, dass er die Routen abwartet. Entschuldigung, dass ich unterbrich. Wir haben jetzt einen Vollstarter Offense gehabt. So weit hinten, das ist natürlich auch ein Wahnsinn. Ne? Jetzt gehen wir half to distance, das heißt, wir gehen nur mit zurück ein Stückchen. Ja. Bitte die Türe schließen. So, unser Kameramann war gerade da kurz. So, wir sind nach hinten gerutscht wieder, schaut natürlich nicht gut aus. Der Snap kommt, ich gehe auf einen Run, ja, aber schnell gestoppt. Also das war noch immer auf den Beinen, nein. Ja, jetzt. Ja. Das waren vielleicht 2 Yards. 2 Yards. Aber man muss jetzt ein bisschen aus dem Schatten der Endzone lösen. Von dort aus kann man fast nicht einmal banden. Nein. Weil das ist jetzt die 3, die 4. Plus fast kurze Endzone, weil man weiß ja, dass Fußballfelder zu kurz sind. Das heißt, was wir da als 10 Yards sehen, sind in Wahrheit eigentlich immer nur 8,5. Ja. Das heißt, man ist jetzt nur gute 10, 11 Yards von der eigenen Goal-Line weg. Das ist fast zu wenig zum Banden. Deswegen wird man jetzt da alles dran setzen, dass man rauskommt bis zu 9er, 10er irgendwo, dass man einen soliden Band absetzen kann. Wilcox sagt, da hätte ich jetzt wenigstens versucht, also einen Onside-Kick probiert, statt Band in der Situation, wie es war. Die ein Deflector Pass, incomplete, die Nummer 8 hat es da wieder mal probiert. Unser Clemens Bauer, aber er bringt da seinen Ball nicht raus und wieder wollte er zur linken Seite werfen. Das ist die Seite. Ja, da geht halt nichts, ich weiß geht nicht. Nix, ja. Was sagst du zum Wilcox seiner Frage, dass er eher einen Onside-Kick probiert hätte? Aber wir sind bei 7 Minuten im dritten Quarter, nix da. Nix da. Also, von der Situation hätte ich das Risiko auf Field Goal genommen, auch wenn es 44 Yards sind. Ja. Aber, ich meine, du kannst ja nur einen Onside-Kick machen, wenn du gepunktet hast. Also, woher sie hätten sie einen Onside-Kick machen sollen? Nicht machen können, Wilcox. Ja. Also, wenn sie gepunktet hätten, hätte ich auch keinen Onside-Kick gemacht. Okay. So, wenn das die Frage gewesen wäre. So, was sehen wir jetzt? Lauf an die 8, wirklich nur um wieder 2-3 Yards zu gewinnen. Man hat jetzt kein Risiko genommen und wird jetzt banden. Ja, jetzt ist wirklich ein Defense-Battle, wie man sieht. Ja, jetzt kommt halt eine Situation, gut, wo wieder eine Riesenchance für Ried entsteht, mit einem Return-Game. Ja. Weil der Ball wird jetzt von der 0 oder eigentlich von der Endzone-Backline bantet werden oder fast von dort. Ja. Das heißt, mit einer guten Hangtime fällt er over an der 46. Wird dort aufgenommen, Return an die 21. Ja, es ist schon. Mein Tipp. Weil vor allem die Line muss jetzt richtig gut herhalten,
weil er so weit hinten steht. Und weil der Kicker die Zeit braucht, die zum überhaupt den Ball wegzukriegen. Ne? Vollstart Offense. Schauen wir mal. Der Ball kommt over unter 45 ungefähr. Wird aufgenommen und ist in Bewegung und bleibt 0. Nein, ist 21, 21, ja, hast du recht gehabt. Ja. Ja, gute Voraussetzungen für die Rieder jetzt. Ja, also alles gespannt. Wieder wie zuvor. Ja, an Spannung nicht zu überbieten. Also ich bin noch immer extrem gehypt von dem Game. Ist ein Low-Score-Game, aber trotzdem ganz spannend. Ehrlich, ein ganz gefährlicher Moment in dem Spiel. Ja. Schau dir jetzt die Legionaries an. Die Körpersprache. Ja. Spure Enttäuschung. Mhm. Da muss jetzt ein bisschen ein Wachrütteln passieren, weil wenn die Räder jetzt anschließen, dann haben sie echtes Momentum. Ja. Also das ist... Ja, das ist der Drive des Games. Ist jetzt auch, die Coach müssen jetzt daran arbeiten, die Spieler wieder aufzubauen. Schaut wieder noch ein Run aus. Nein, wieder ein kurzer Pass. Nein, doch ein langer. Und die Interception. Naja. Adi, ich glaube, du ärgerst dich jetzt selber, oder? Warum machen sie das? Warum rennen sie nicht? Aber Interception Nummer 11. Unser Lukas Hammerschmidt. Das ist das, was du jetzt nicht sehen wollen, Herr Sadi, oder? Ja. Lukas Hammerschmidt hat schon das letzte Mal eine Interception gemacht, jetzt wieder ist unser Rookie. Ja, Adi, fehlen dir die Worte? Ja, man geht nicht mit einem mit einem Vorradl zu einem Motorradl rennen. Ja. Wenn man nicht werfen kann, dann tut man es nicht. Ja. Schmeißen die da ohne noch das Spiel weg, sind an der 20-Yard-Linie, in der Scoring-Range, können einen Field Goal schießen jederzeit und werfen da einen nutzlosen Pass beim First Down. Ja. Es ist unfassbar. Also da muss man echt sagen, das verstehe ich nicht, weil sie haben jetzt beim Laufen die Upper Hand gehabt, jedes Mal 6, 7 Yards. Aber die Legendaries sind wieder hinten, relativ weit in ihrer eigenen Endzone. Und jetzt müssen sie natürlich schauen, dass da irgendwie rauskommen. Quarterback Clemens Bauer rennt selber, ja, war ein bisschen ein 0 Yard gespielt, würde ich sagen. Drei. Waren es drei? Drei oder vier. Also es tut mir leid, dass ich da jetzt so kritisch mich äußere. Ich würde echt gern sehen, dass Reed jetzt wieder auf das Scoreboard kommt und noch was passiert in dem Spiel. Wir müssen halt, wie du sagst, die Run forcieren. Euer Günther sagt, wir wollen Rocky sehen. Ja, wir werden schauen, dass wir das noch hinkriegen dann zum Schluss. Wir versprechen euch, Rocky wird noch zu Wort kommen heute. Andreas Feichtinger, richtig interessantes Spiel. Ja, bin ich deiner Meinung. Und Hunter sagt Interception, immer gesehen, only on Schlagi sagt, warum nicht einfach laufen? Ja, Schlagi, ich glaube, das sagt der ADA die ganze Zeit. Pass auf die Nummer 40, ist noch auf den Beinen, aber jetzt gestoppt. Ja. Na, jetzt, wenn du das ganze Gesamtstruktur anschaust, Defense steht, lässt kaum mehr was zu. Aber jetzt muss einer die Offense auch irgendwas geben, damit sie weiterkämpfen können. Ja. Dass sie an irgendwas glauben können. Ja, müssen wir schauen. So, und jetzt kommt was. Was kommt? Ein Big Play? Play-Action Fake, Rollout nach rechts, der Verpass 80 gefangen und Adi ist für 40 Yards dahin. Das würde ich jetzt, sowas in der Art würde ich jetzt pfeifen. Na, also ein Run. Ja, war aber ein Miss-Handoff, gell? Ja, das habe ich gesehen. Bad Snap. Ja, damit wird man wieder banden müssen. Wird man banden, war der dritte Versuch und man hat ungefähr dieselbe Weite wie vorher. Kommen wir wieder auf die 21, Adi? Nein. Was haben wir jetzt noch? Adam Riese? Rechenmaschine? Also der Band wird ungefähr gleich weit gehen, aber diesmal lassen sie ihn outbouncen. Okay. Also ich glaube, Reed, Ballbesitz an der eigenen 42. Schauen wir. Ja, es geht richtig hin und her, so ein richtiges Finale, oder? Es ist wirklich spannend, hin und her, Ballbesitz da, out, Band dort, man steht wieder auf, der Snap kommt, war recht kurz, aber der Band, ja, geht recht gut, weg vom Ball, sagt man. Ja, bounced out, okay, es waren 7 Yards mehr als gedacht. Ja, wir sind knapp an der Mittellinie. Ja. Mittellinie. Liebe Technik, vielleicht den Dings wieder. Aha, warte. Der Adi, der kann alles. Also Adi, wieso weißt du die Passwörter von uns? Die weiß er nicht einmal, die weiß er nicht einmal ich. Preis, ja. Aufgeregt, ne? Es war super. Gut. Adi,
die Rieder wieder im Ballbesitz. Wir sind bei 9-0, wir sind im dritten Quartal. Bitte, noch. Bitte, bitte laufen, meine Herren. Schaut noch ein Lauf aus jetzt. Na wieder, kommt wieder, sie probieren wieder den Pass, sie wollen das Big Play machen. Na ja, bitte, geht noch. Nein, incomplete, ja, nein, es hat sich aber was geändert. Der 17 ist nicht mehr Quarterback. Der Jonas Sauer ist aus dem Spiel und ein Mann mit der Nummer 8, den haben wir aber nicht am Raster vorher. Ne? Ich weiß nicht, wer die Nummer 8 ist. Oder war es die Nummer 8 oder Nummer 6? Die Nummer 6 war der Felix Augustin, vielleicht ist Quarterback-Wechsel und der Mann hat jetzt da ja, zumindest einmal seinen Receiver getroffen. Ich weiß nicht, ob der Ball komplettet war. Nein, schaut nicht danach aus. Doch, aber wir haben schon Viertelwechsel. Es ist der Beginn des Viertels. Gut, wir sind im Viertel. Das war komplett schon. War komplett? Ja. Also die Gladiators reagieren. Es ist eine Zeit geworden. Ja, Quarterback ist Nummer 6, sagt McLeibold. Also war das der 6er. Das ist der Felix Augustin. Ja, hat gleich einmal viel besser ausgeschaut. Erstens hat sich der einmal in die richtige Richtung gedreht. Dann hat er sich gut aufgestellt, einen guten Load auf der Backside von seiner Hüften gehabt, hat einen schönen Pass angebracht. Ein bisschen zu hoch, ein bisschen zu kurz. Bleibt aber zumindest in Receiver getroffen und es war Completion. Schauen wir, die Nummer 6 ist am Feld. Ja, nein, der wird jetzt sicher drauf bleiben. Bleibt drauf. Warum hat man nicht gleich mit der Nummer 6 dann gespielt? Glaubst du, verletzungsbedingt oder ist der 17er der dann? Der 17er ist der Starter, aber in dem es ist ja mit dem Laufspiel mit allem gut gelaufen bis dorthin. Na? Der hat jetzt einfach nur zwei, drei Mal besser riskiert, was nicht zum Riskieren war. Mhm. Das ändert jetzt natürlich alles ein bisschen. Ja, das schaut natürlich jetzt das Momentum Quarterback, der Pass ist angekommen. Und jetzt wissen auch die Legendaries, dass jetzt einer da ist, der passen kann. So, unser neuer Mann, der Felix Augustin, ist ein 2001er Jahrgang, also ein relativ junger Zeitgenosse. Ja. Während der Herr Sauer ein 90er Jahrgang ist, also sie haben einen Routinier fürs Jungtalent austauscht. So. Und das ist... Manchmal vielleicht gar nicht die schlechteste Geschichte, weil das Jungtalent in der Situation manchmal nicht so bewusst ist und einfach spielt. Aber man sieht jetzt schon, die Abstimmung muss erst kommen. Das heißt, man sieht, dass da die Nummer 6 nicht der etatmäßige Quarterback ist. Das erste Handoff jetzt hat man gesehen, war ein bisschen. Das heißt, die müssen jetzt natürlich da auch wieder jetzt reinkommen. Neuer Quarterback muss da natürlich jetzt das Running Back alles wieder reinkommen. Ne? In der Situation würde ich sagen, es ist der Mannschaft eigentlich egal. Weil mit der ersten Completion, es besteht wieder ein bisschen Hoffnung jetzt. Und er läuft selber, geht wieder auf die andere Seite, ist relativ gut zu Fuß, jetzt kommt der Pass. Ja bitte, super. Der Touchdown, der Rieder. Ja, okay, da sehen wir, es ist eigentlich eine Personalgeschichte, weil Felix Augustin kommt aufs Feld. Flag, wir haben einen Flag. Ja, ich habe es schon befürchtet. Weißt du, was da jetzt sein wird? Illegal Man Downfield. Wenn man so lange herumrennt, hast du fast immer einen Illegal Man Downfield. Trotzdem hat man gesehen, er kann sich freilaufen. Er kann werfen. Und er hat Übersicht. Wir haben ein Tripping. Tripping Offense. Ein Bein stellen. Okay. Das ist natürlich ganz schlecht. Jetzt hätten wir den Touchdown gemacht. Nur, muss man jetzt eins dazu sagen, gell? Jetzt ist wieder Hoffnung da, der Typ kann werfen. Ja. Der Sechser ist gut. Ja. Und das gibt da wieder Momentum. Ja. Weil der hat jetzt zwei Pässe geworfen in drei Spielzüge und hat zwei mit drauf. Und, was dazu sagen muss, die Legionnaires müssen sie jetzt einstellen, sie mit seinem Quarterback, der auch passen kann. Ja. Auf das müssen sie also jetzt einstellen, die Defense. Jetzt sind sie natürlich außer Field-Goal-Reichweite leider. Ja, und geht wieder raus auf den Pass, geht auch wieder selber. Ist auch sehr mobil und sehr schnell, schaut gut aus. Ja, und jetzt ist er da, war out of bounds vorher schon. Out of bounds, aber das hat vielleicht für First Down gereicht. Ja, also, sehr gefährliche Situation jetzt für die Legionaries. Die Nummer 6, der Reader. Der hat das Spiel komplett verändert. Komplett umgedreht. Der Moment ist komplett bei den Readern. Ist sehr mobil, kann passen. Und jetzt muss der natürlich auf sowas umstellen und einstellen. Ne? Ja, der gefällt mir im Ansatz gut, der junge Mann. Felix Augustin schickt sich an, die Challenge Bowl zu drehen. Und wenn er jetzt
sehr das stark, Team in die Endzone führt, dann brennt die Hütte. Ja, ja, dann wird es spannend, dann wird es wirklich sehr spannend. So, und hat wieder den Ball, die Nummer 6, schaut nach außen, wirft Jane, aber ein bisschen überworfen. Ja, aber Fehlend, der Bursche ist wirklich ein Wahnsinn. Trotzdem ja. Eine Fehlentscheidung, Nummer 44 im Swing nach außen, hätte einen Touchdown gehabt. Ja. Den hätte er frei gehabt. Und der hätte dann von der 10-Yard-Linie mit Anlauf auf die Goal-Line attackieren können. So, also, wir haben trotzdem... Wird spannend. Jetzt wir haben ein bisschen was im Livestream. Spannend. Jawohl, go Felix, Felix Haus und was? Hau uns Felix Augustin soll es umhauen, die Niederösterreicher, okay. In dem Fall ihr Satz. 99 gegen 78, ein Duell der Giganten und MRSK, faire und konstruktive Moderation ist was anderes. Ja, ich glaube, MRSK, wir bemühen uns wirklich fair zum Sein. Der Adi ist immer da, wir schauen auch eigene Plays und loben die auch, so wie jetzt auch wieder gute Plays. Ja, war ein guter Lauf, es waren ungefähr 6-7 Yards. Ich glaube, wir sind da nicht voreingenommen gegen irgendwas derzeit und ja, wir haben jetzt auch gesagt, dadurch, dass der Felix die Nummer 6 am Platz ist, läuft es jetzt wie die Ried. Ja, es ist halt Ansichtssache. So. Wie viel der Versuch, Adi, ist es jetzt? Dritter und Goal von der 1, 2, 3, was haben wir? Die 2. Dritter und Goal? 2 oder 3, das heißt 2 Versuche. Jawohl. Bis in die Endzone. Und man steht einen halben Yard oder einen Felix Yard davor. Felix steht wieder, die Nummer 6. Ich glaube, die werden laufen. Ja. Ja, geht nach außen. Ja, der ist... Ja, der Mann hat jetzt das Spiel gedreht, die Nummer 6. Aber man sieht jetzt, mit so einem Anführer, mit dem Mann hinten dran, ist ja. Auf einmal die Dynamik ganz anders. Ja, ja. Da ist Speed da ist Dynamik da ist Vertrauen von der O-Line da. Ja. Und jetzt sind wir dran. Also 7-9, jetzt wackelt die jetzt ganze wird Geschichte. Jetzt spannend, ja, jetzt wird spannend. Und wir haben noch... Knapp in 9 Minuten auf der Uhr. Ja. Ungefähr. Ja, die Nummer 6, der Felix Augustin, hat jetzt wirklich frischen Schwung bei die Rieder eingebracht, hat das wirklich jetzt das Ruder rumgerissen, kann man sagen. Spielt wirklich ein gutes Spiel. Man sieht, er bewegt sich, er ist beweglich, er kann passen. Ja, ist viel Goal, bin spannend. Ja, dürfte drin sein. Ja, 7-9. Damit jetzt eine brandgefährliche Situation, denn jetzt reicht ein Field Goal zum Sieg. Ja. Genau. Und wenn man jetzt sieht, dass 2 Field Goals schon vergeben worden sind, also 1 nicht zustande kommen wegen der Strafe, das zweite nicht getroffen, ja. Muss man echt sagen, die zweite Hälfte gehört völlig in den Gladiators jetzt. Komplett, komplett, ja. Also das vierte Quarter ist eher eine Quarter, jetzt muss man sagen. Hm? Mit der Nummer 6. Schon im dritten Quarter. Haben sie auch, aber die Nummer 6 haben eigentlich wenig nur mehr bewegt. Nach genau, vorn, also genau. Haben wir First Down. Ja. Auch kein Risiko mehr genommen von da hinten raus. Genau. Mit der Überlegung, dass eigentlich die Gläder etwas harmlos sind mit dem Pass. Mhm. Und jetzt verteidigst du den fast nicht mehr. Und jetzt kommt ein neuer Mann, setzt da sofort 2-3 Pässe rein. Ja, und dann hast du Chaos, weil du musst jetzt adaptieren schnell. Ja. Das hat er zu seiner Läufe genutzt. Also der hat jetzt echt das Momentum komplett kippen lassen. Ja. Aber der Defense Battle geht weiter. 7-9, eigentlich ein extremes Low Scoring Game. Ja, Wahnsinn, Wahnsinn, ja. Andi, Blutdruck, ja, wie schauen wir aus? frag mich nicht. Okay, geht noch? Ich glaube, ich war nicht Mount Everest bestiegen. War aber gut, das ist noch von früher, vom Herumrennen für die Interviews. Aber so soll es sein, es soll ein spannendes Finale sein, der Bessere soll gewinnen. Und ich finde ganz einfach, es ist ein tolles Finale, es ist eine Spannung nicht zu überbieten. Und das Ergebnis mit 7-9 ist im vierten Quarter, ungefähr 9 Minuten noch, ist natürlich super, super. Da wird noch einiges kommen. So, die Rieder banden. Nein, sie kicken. Ja, Entschuldigung, kicken. Ja. Naja, ich bin doch nervös. Ich glaube, wir brauchen wieder eine Singing-Einlage. Auf. Der gerät relativ kurzer, ein Sweep-Kick. Man nimmt den auf. Nummer 13. Ist noch an den Beinen. Einen guten Move, kommt ja. An die 40, nein, die 30 ungefähr. 30 ungefähr. Das war der Tobias Stöger. Nein, die Nummer 13 war das der Bernhard Ruscher. Achso, die 13. Ja, Bernhard Ruscher. Bernhard Ruscher. 14 ist der Tobias Stöger. Ja. Okay. So, jetzt schauen wir mal gespannt, wie die Offense der Legendaries reagieren wird. Es muss natürlich jetzt was kommen. Es muss eine Antwort kommen. Ja, jetzt ist die Frage, Daniel Hoffmann, Valentin Leutgeb, die Safeties für die Räder werden jetzt natürlich auf jede Situation lauern. Es muss jetzt ein bisschen was kommen für die Legionaries. Sie können jetzt nicht einfach nur gegen die Uhr spielen. Genau. Und da wird man jetzt mal den Herrn Ernst das erste bedienen in Alexander. Wird den einmal laufen lassen, aber es wird wahrscheinlich auch den ein oder anderen Schuss tief noch brauchen. Wird es brauchen.
Ja, und da ist ja schon der Run, wie du gesagt hast, noch auf den Beinen. Und da sind es schon die Jungs, der Valentin Leutgeb mit dem Tackle, die Nummer 34. Auch die Nummer 29 da mit dran, der Christoph Spiesberger. Also schicken jetzt relativ schnell und aggressiv ihre Safeties nach vorn. Wollen jetzt exklusiv den Lauf verteidigen, haben jetzt da zwar 4 Yards hinnehmen müssen, ja, aber kriegen schon langsam Zugriff und Kontrolle über das Laufbild. Ja, die Stimmung wird immer besser, ist natürlich, die Spannung steigt und da ist natürlich auch Stimmung im Stadion. Wirklich volles Stadion, es ist schön zum Anschauen. So, schauen wir. Und Clemens Bauer macht es wieder bereit. Der Snap dürfte kommen. Schaut noch ein paar aus. Nein, geht selber. Ja, hat er keine Anspielstation. Ist niemand da, dürfte es ja ausgehen sogar. Ja. Und erreicht das First Down. Ja. Kommt dann die 41. Ein wenig Luft von der Zeit her betrachtet und vom Raumgewinn. Ja. Und das ist jetzt die Herangehensweise, wirklich ein paar First Downs zu setzen und ein bisschen Momentum auszunehmen. Ja. Weil wenn man jetzt wieder gleich am 3 und Out hat, dann kann das eskalieren. Also aber die Rieder wirklich derzeit am Flow, man sieht, die schon laufen der Körpersprache her, wie die wollen, die sind drauf. Und wenn man schaut. Also 34 eigentlich, jetzt der den Leuten geht da auf der Linebacker-Position. Auf die Nummer 13, Bernhard Ruscher. Ja, und fürs neue First Down. Ja, die Letzten erst probieren jetzt die Antwort zu geben. Das ist auch das, was wir müssen, ne? Wenn wir es so sagen. Sie müssen eine Antwort auf uns geben. Ne? So, wir haben wieder. Da stellt er das einfach ein bisschen mehr ins Bild. Ja, ich muss mir das ein bisschen mehr ins Bild stellen. Also, bist ja ein hübscher Schönling, also wenn wir es wieder schön Bild treten. Karin Vollm muss, man muss aber auch danken, dass man zwei Monate dort, dass sie sich Zeit nehmen, ihre Freizeit opfern, diesen Livestream unterhaltsam zu machen. Ja, danke. Wir machen das gerne, es macht uns Spaß in Adi und mir und natürlich machen wir das auch für die Football-Community, für die Fans und für die Burschen und Mädels, die daheim sitzen und uns zuschauen. Wir wollen ja den Football in Österreich weiterbringen. Das ist ja unsere Aufgabe, Adi. Ja, sehen wir als unsere Aufgabe. Nein, man muss das jetzt realistisch betrachten. Keiner kritisiert an dem Tag die Red Gladiators, sondern kein Mensch. Es war einfach die Herangehensweise. Ja. Wenn ja eins funktioniert, ist andere zu tun, irgendwie schon, muss man schon mal ein Wort darüber verlieren dürfen. Vor allen Dingen, wenn man selber Football gespielt hat, als Head Coach auch noch von den Rhinos da sitzt, man sieht ja das selber und man meint ja das nur gut dann, in dem Fall. Aber man sieht auch, der Coach ist lernfähig und hat dann jetzt reagiert und hat sich irgendwie da viel ins Spiel gebracht mit dem Wechsel. Nein, danke für die, wie gesagt, wir geben alles und wir sind auch jeden Mittwoch zu sehen bei Double Trouble, wenn es wollt, Kanuntum Legendaries und Legendaries TV. Wir würden uns ja auch über ein Like von euch freuen, das würde uns sehr weiterbringen und weiterhelfen. So, der Snap kommt, kurzer Pass auf die Nummer 40, Alexander Plaschek. Was auch mal bei diesem Alexander Plaschek auffällt. Ja, wir haben eine Strafe auf dem Feld. Er macht gute, also er fängt gut und alles, aber er dreht sich dann immer wieder zurück. Hat dir das schon aufgefallen? Nein, ist mir noch nicht aufgefallen. Ja, musst du mal schauen. Aber durch diesen Dreh, durch diese Drehbewegung hat er jetzt ein Facemask provoziert. Schaut aus, danach, ja. Eigentlich ist es kein Facemask gewesen, es war illegal grabbing a helmet opening. Mhm. Schauen wir mal, was der Rest schauen wir. Ja, das Facemask ist natürlich... Er hat zeitlich einen Helm gegriffen und dann das zählt auch wie ein Facemask. Und jetzt 15 dringend benötigte Yards für die Legionaries. Ja. Die sind jetzt in Field Goal Reichweite, aber Field Goal ist zu wenig. Field Goal ist zu wenig, ja. Michael Pozetski, wie lange noch die Spielzeit? Wir gehen also von 6 Minuten aus. Ungefähr 6-7 Minuten. Länger wird es sicher nicht mehr sein. So, schauen wir. Legionaries am Ball. Die Nummer 33 wird bedient. Ist auf den Beinen. Ist noch auf den Beinen. Ja, schaut fast aus. Ist das ja ausgegangen von der Seite? Sehe es nicht, aber dürfte. Ist ein neues. 10? Hat es gereicht? Ja, es hat gereicht. Hat gereicht, die Kette bewegt sich. Also, wir haben ein First und Goal, keine Kette mehr. 4 Spielzeuge bis in die Endzone. Es ist kein First Down mehr möglich. Ja. Gut, das heißt, wir sind ungefähr 6-7 Minuten noch bis zum Ende des Spiels. Wir stehen an 7-9 am Spannung nicht zu überbieten. Also, wirklich ein geiles Finale, kann man nur so sagen. Ganz wichtig jetzt für Ried, dass sie den Touchdown verhindern, nur ein Field Goal zulassen. Ja. Vielleicht sogar ein Big Play und dann Ballgewinn.
oder einen Turnover erzielen oder erzwingen. Zwei Running Backs. Sie schicken auch schon alles an die Line of Scrimmage, also sie wollen es echt jetzt wissen. Geht nach außen, Alexander, ernst noch auf den Beinen, aber schön gestoppt, schön hat gestoppt. Da nur die Line of Scrimmage wieder erreicht. Ja. Wer war's? Es war die Nummer 47, der Markus Burgstaller, der da außen in Herrn Ernst eigentlich auf Null Speed reduziert und dann kommt die Hilfe verhindern. Der kommt. Ja. Aber was man echt sagen muss, insgesamt extrem guter Division 3 Football. Extrem Wahnsinn. Ja. Wahnsinn. Von beide Seiten. Und jetzt mit der Umstellung, ja, wenn man das sieht, dass Reed eigentlich ein Receiver hat. Ja. Und auch da was bewegen kann. Kommt der Pass auf die Nummer 13. Oh, hat das gereicht? Hat das gereicht? Ja, jawohl. Das Team jubelt, das heißt, das muss eine ganz klare Entscheidung sein. Und das Nummer 13, Bernhard Ruscher. Das war jetzt die Antwort, die es gebraucht hat. Ja, die war sehr wichtig, die Antwort. Vor allen Dingen, man hat jetzt auch gesehen, sie haben die Offense, es war flüssiger Lauf eigentlich, so wie bei den Rieder erst da. Es hat flüssig funktioniert und das ist gegangen. Nein, aber also, man hat jetzt nicht gesagt, man spielt gegen die Uhr und verteidigt das Duisburg ein, sondern man hat gesagt, man nimmt wieder Risiko, wirft wieder Pässe. Es waren einige Pässe, so für 7 bis 10 Yards dabei, ja, ja, die man dann zu 15 gemacht hat. Mhm. Eine Strafe noch mit dabei, die eingespielt hat. Ja, aber es war genau die richtige Antwort auf den vorigen Drive. Hoffen wir, schauen wir, was sie jetzt machen, das Field Goal. Nur es ist jetzt immer noch nicht vorbei. Nein. Weil die Nummer 6 kann da jetzt einen relativ schnellen Ball bewegen. Das, ja, haben wir vorher, genau, gesehen. Das haben wir gesehen. Wer jetzt der 17er anfällt, würde ich sagen, jetzt wird es richtig eng mit der Zeit. Ja. Aber der 6er kann echt den Ball bewegen. Und schauen wir mal. Schauen wir, wir haben jetzt 16-7. Für die Legendary ist das Field Goal war gut. Ja, Wahnsinn, Adi, oder? Wahnsinn, ein extrem starkes Finale. Ich bin wirklich begeistert. Ich bin wirklich begeistert. Division 3, so ein Finale. Also ich glaube, ja, wir brauchen sie nicht verstecken in Österreich, oder? Nein. Zuschauer, Wahnsinn, Game Day, Wahnsinn, Stimmung, Wahnsinn. Wahnsinn, Wahnsinn. Ja. Also muss man sagen, Kompliment zwar, an die Rieder. Noch, also, okay, das war jetzt ein Personal Foul, aber auch nicht jetzt beabsichtigt. Nein. Eine extrem faire Begegnung, muss, ja, man sagen. Ja. Wenig Strafen, wenn dann eigentlich eher so durch die Übermotiviertheit Late-Hit-Geschichten, mhm, aber wirklich fair runtergegangen. So. Kick auf der Legendaries, wir haben nur ungefähr 5 Minuten zu spielen. Ja, es wäre interessant, ob uns die Refs irgendwann einmal Zeit geben. Mhm. Sie haben es in der ersten Halbzeit auch nicht getan, da waren wir relativ überrascht, dass es schon aus war. Ja, ja. Aber es ist wieder ein Two-Score-Game, also wir stehen wieder beim alten Abstand von 9 Punkten. Und jetzt muss Reed mehr oder weniger das Playbook aufmachen. Jetzt kann man es wahrscheinlich nicht mehr über den Lauf angehen. Nein. Also man wird dem Ball Nummer 6 in die Hand geben und sagen, wirf, okay, uns zum... Wieder aufgenommen, noch auf den Beinen. Also der Bandreturn wirklich gut. Generell, also dieses Special Team sehr gut von der A. Aha, da sind ein bisschen die Emotionen jetzt gerade. Nummer 19, Dominik Stockhammer mit dem Return. Ja, wird das ist Finale, oder? Das ist Finale, oder? Er wird dann out of bounds tackled. Das, ja, ist unfair. Das, ja, ist nicht Finale. Aber trotzdem, die Emotionen, das gehört dazu beim Finale, oder? Nein, es geht relativ ruhig zu für ein Finale, muss ich echt sagen. Also wenig Nicklichkeiten. So. Ah, die Schiedsrichter-Crew ist ziemlich souverän. Ziemlich souverän und sehr souverän. Meiner Meinung nach eine Fehlentscheidung mit dem Facemask in der ersten Halbzeit beim Return. Ja. Sonst kann man alles geben, was da gegeben worden ist. Man sieht leider Felix, die Nummer 6 steht gleich weiter hinten. Das heißt, sie werden jetzt aufs Passspiel setzen. Aha, was war das jetzt? Timeout, der Lauf geben. Sehen wir Flag? Flag sich ich kann. Ich glaube, es war Falls. Oh ja, Flag sich ich. Outside Receiver, ich glaube, die Nummer, was war das da drüben? 13. Der Michael Preskowski hat sich zu früh bewegt. Ach, das ist schlecht. Ist eigentlich der Star-Receiver, den haben wir heute auch noch nicht gesehen. Klar. Aber den hätten wir eigentlich. Ja, 5 Jahre zurück für die Rieder, das ist natürlich ganz schlecht in dem Moment überhaupt, generell. Man muss jetzt sagen, in der Situation wird es belanglos, ja, weil man sowieso Pässe über 10, 15, 20 Yards braucht, jetzt braucht man die um den Ball zu bewegen. Ja. Da tut es weniger weh, wie wenn man jetzt einen Lauf-Approach hat, weil wenn man jetzt dreimal laufen will, ist der Drive eigentlich schon fast besiegelt. Jetzt kommt der Pass.
Soweit. Glaubst du, war das der Plan der Rieder, dass die gesagt haben, okay, wir schauen mit der Nummer 17, machen wir die Run, schwächen die Defense ein bisschen der Legendaries und zum Schluss probieren wir es dann mit unserem Quarterback, mit der Nummer 6, der dann die Pass aufbringt? War das, glaubst du, ein bisschen ein Plan auch dahinter? Nein, ich glaube, dass der 17er einfach einen schlechten Tag erwischt hat. Okay. Und dass der 6er jetzt nichts mehr zum Verlieren gehabt hat, kommt eine, legt los. Man will nicht sehen, wie er sich jetzt in dem Drive tut, aber nochmal was bewegen kann. Okay. Oder ob die Legionaries jetzt auf die Passverteidigung umstellen und er auch gleich wieder in den Zaun ziehen. Okay. So, jetzt läuft er wieder. Das haben wir schon gesehen von ihm. Schnell auf den Beinen. Ja. Ist es war gut für 4-5 Yards. Ja, sie sind weit 4 gekommen. Das ist, glaube ich, auch eine Sache, auf das müssen die Legionaries sich einstellen, dass sie jetzt ein Quarterback kriegen. Also, nein, das waren viel mehr Yards, weil sie haben minus 5 gehabt. Ja, ja. Also es waren 8 Yards. Ja. Wir haben einen dritten Versuch und nochmal 7 ungefähr bis zum First Down. Aber sie müssen sich einstellen, wir haben einen Quarterback, der auch laufen kann und der relativ flink auf die Beine ist. Laufen darf er jetzt in der Situation, das ist keine Gefahr, weil da geht Zeit vor der Uhr. Was man jetzt verhindern muss, ist der tiefe Pass und auf das wird Reed jetzt spitzen, dass sie irgendwo den tiefen Pass reinbringen und einmal so... Jetzt kommt der tiefe, da ist er und ja, ist angekommen. Ist gecatcht angekommen. Und da ist der Star Receiver. Michael Przeworski, jetzt hat er den Ball. Ja. Den habe ich schon in der Regular Season ein paar Mal beobachtet, das ist eigentlich der bessere Receiver, den sie haben in Reed. War bis jetzt farblos oder nicht in Erscheinung getreten und jetzt ist er da. Und das sind genau die Plays, die Rieder jetzt gebraucht haben. Also Nummer 6, echt schnittig unterwegs. Also das vierte Quarter gibt jetzt alles. Das gibt wirklich alles. Wahnsinn, was da jetzt abgeht. Da geht es hin und her gerade. Echter Hammer. Ja, und echter Hammer. Jetzt ist die Frage, spürt man auf ein hoher Snap, man geht oder raus, schießt man geht sofort wieder zurück. Das Field Goal? Wieder auf den Beinen, echt Lauf, flink. Laufen, Lauf, Element am Field. Ja. First down. Ja. Aber hat relativ viel Zeit, also die O-Line dürfte jetzt auch relativ gut formiert sein von den Riedern. Ich habe mir jetzt kurz die D-Line angeschaut. Ja. Es kommt kein Druck mehr. Die D1 können die Edge nochmal zumachen, können den Outside-Container nochmal halten. Mhm. Und in der Mitte kommt jetzt ein bisschen wenig Push. Okay. Ist jetzt die Frage, ob man mit Absicht sagt, lass ihn laufen, lass ihn nicht werfen, mach keinen Druck, weil dann muss er werfen. Ja. Aber schaut jetzt 71 an oder 99. Ja, stimmt. Die 2-1. Wie wenig Punch da jetzt über die Ecken kommt. Ja, jetzt ist er da. Ja, auf der anderen Seite 71 hat man gesehen. Ja. Eigentlich von zwei Mann gut kontrolliert. Ja. Wäre interessant zu wissen, wie viel Zeit wir haben. Das war natürlich jetzt mega. Es ist nämlich zum Überlegen, aus Riedersicht, wenn wir jetzt noch im 3-4 Minuten Fenster sind, würde ich jetzt das Field Goal schießen und den Onside-Kick sofort machen. Okay. Ne? Und nicht auf Touchdown spielen und vielleicht viel zu viel Zeit verstreichen lassen, auch nur ein Field Goal zu haben, weil sie brauchen 9 Punkte. Sie brauchen 9 Punkte. Also sie brauchen einen Touchdown und ein Field Goal. Ja. Und wenn du das Field Goal gleich nimmst und dann in Onside geht, spürst, kannst du gleich wieder den Ball besitzen. Geht wieder nach außen, steht schon wieder. Nein, leider nicht gefangen. Ja, es schaut. Sind wir jetzt beim vierten, beim dritten? Wo sind wir? Jetzt der dritte. Haben wir, dritten. Wir haben den dritten Versuch. Und jetzt, ja, wie gesagt, die ja, meine Damen und Herren, ich kann vor Spannung gar nicht mehr gerade sitzen. Aber nicht, weil es leider spannend, sondern wegen dem Match. Also es ist ein Wahnsinn, es hat mich wirklich vom Sessel. Ja, momentan kannst du ein bisschen entspannt sein. Es braucht noch zwei fette Ereignisse. Ja, trotzdem, es ist wirklich schön. Nervös kannst du werden, wenn das jetzt ein Touchdown wird. Ja, ich bin überhaupt nervös. Dann kriegst du Baldrian. Wir haben uns das Baldrian natürlich auch in rot-schwarze Flaschen abgefüllt. Gegen den Nervenkrieg. Gegen die Nerven. So, schauen wir. Jetzt kommt der Pass weit in die Endzone. Ja, gefangen. Touchdown. Da ist der Touchdown. Ja, ist gut. Reed wieder da. Wieder da. Sie strafen mich, Lügen. Mhm. Sie haben gleich auf den Touchdown gespielt und es ist belohnt worden. Und ja, bin beeindruckt von der Nummer 6, muss ich sagen. Stark. Ja, also wirklich stark gespielt. Und vor allem auch jetzt, wie die O-Line herhält. Es kommt kein Druck mehr durch. Felix Augustin, Kompliment. Also der hat jetzt das Spiel wirklich herumgerissen für die Rieder und ja. Tolle Leistung des jungen Mannes. Echt toll. Ja, und der ist erst 20 Jahre alt, der Bursche. Also da ist noch Zukunft. Große Zukunft vor ihm.
Der Ball ist drin. Wir haben einen neuen Spielstand, 14 zu 16. Ja, Time würde man selber gern wissen. Wir gehen so ungefähr von 3 Minuten noch aus. Ja, 3-4 Minuten. 3-4 Minuten noch, von denen gehen wir aus. Also Fakt ist, die Legendaries müssen jetzt was machen. Sie müssen wieder reagieren auf das Ganze. Und jetzt ist es natürlich heftig jetzt spannend. Jetzt ist die Frage, spielen die Gladiators einen Onside-Kick oder kicken es ganz normal? Genau, das werden wir jetzt sehen. Sie haben noch keine Auszeit verbraucht, glaube ich, in der Halbzeit. Ja. Das heißt, sie könnten jetzt das Risiko nehmen und auf Seiten der Legendaries gibt es jetzt nur eine Prämisse. Zuerst einmal laufen, einer die Auszeiten nehmen. Mhm. Und wenn es geht, dabei noch First Down machen und die Uhr kontrollieren. Also Punkte, ich würde jetzt nicht aggressiv auf Punkte spielen. Ja, genau. Legendaries haben nur mehr 2 Timeouts, die Reader haben noch alle 3 Timeouts. Legendaries nur mehr 2 Timeouts. Ja, werden wir schauen. Und die Formation gibt es schon preis, es wird wahrscheinlich ein Onside-Kick. Schaut so aus. Sollten aber die Legendaries wahrscheinlich ein paar Schritte nur noch vormachen. Nein, eigentlich nicht. Sie würden sie beim normalen Kick auf der 45er aufreiben. Jetzt wollen sie mit Anlauf 1-2 Schritt auf den Ball zugehen können. Mhm. Deswegen stellen sie sich nicht gleich vorne hin. Ja, stimmt. Ja. Peter Weingut sagt, was passiert im Fall eines Unentschiedens? Dann gibt es Overtimes. Overtime? Nur die Wahrscheinlichkeit auf eine Overtime ist, okay, es gibt auch Möglichkeiten, wenn Reed einen Safety machen würde, dann hätten wir 16-16. Sonst kommt man aus einem 16-14 kaum mehr zu einem Gleichstand. Das geht fast nicht. Kein Onside-Kick, abgefangen. So, 22 von der Andreas Stadler mit dem Tackle da. Ja. Wieder ein relativ kurzer Kick. Und jetzt muss Reed ganz aggressiv gegen den Lauf spielen. Den müssen wir jetzt aufpassen, ja. Wink hat gesagt, die Legos hätten doch den Two-Point-Conversion probieren sollen. Und Hunter sagt, Megapartie. Seit der Reader-Coach bemerkt hat, dass der Quarterback die Nummer 6 und nicht Nummer 17 hat. Ja, Hunter, wir sehen... Nein, der 6 ist aber ein unfassbar guter Mann. Super, echt super. Jetzt schauen wir mal, wie die Lakers das angängen. Ich würde ganz konservativ gegen die Uhr spielen und das wird mit machen sie Ernst auch. Machen. Einen ernsten Run wieder. Guter Lauf, wieder das sind 7. 7, 8 Yards. Und genau ja. Das braucht es. Die Gladiators, wenn die Zeit ungefähr dort ist, wo wir schätzen, dass sie ist, müssen die Gladiators anfangen, ihre Auszeiten zu verbraten. Ja. Okay, was haben wir da? Gar nichts. Gar nichts. Ja, aber dabei nehmen sie noch keine Auszeit, das heißt, wir dürfen auf 3-4 Minuten sein, wie das ausschaut. Hm? Ich sehe ja kein Zeichen von den Refs, dass man fragt nach der Time. Also wir haben 3 Minuten. Wir haben ungefähr 3 Minuten auf der Uhr. 3 Minuten auf der Uhr. Also es wird Zeit für Reed, dass sie was tun. Also, man hat jetzt gesehen, sie haben vorher in dem Drive ungefähr 1 Minute den Touchdown erzielt. Ja. Mehr hat es nicht braucht. Mehr hat es nicht braucht, ja. Das heißt, sie brauchen noch ungefähr 30-40 Sekunden, um eine relevante Chance zu haben. Ja, Marc gibt wieder Alex erst den Ball und stoppt ihn schnell. Und jetzt wäre es an der Zeit, jetzt muss er echt die Auszeit nehmen und ihn. Ja, sie lassen es weiterlaufen. 2,5 ist das jetzt das Zeichen. 2,5 Minuten noch. Ja, die Lieder nehmen noch keine Auszeit. Wir haben jetzt noch ungefähr 2 Yards. Ich würde jetzt auch zu den Refs gehen, wenn ich der Coach der Legendaries wäre und sage, lass die Uhr runterlaufen, bis auf 1 Sekunde, um nie die Auszeit, um so viel Uhr wie möglich zu konsumieren. Und wenn es jetzt ein First Down gibt, dieses Spiel, ja, nein, es ist noch nicht weg. Nein, aber, ist noch nicht weg. Aber First Down wäre jetzt ein brutaler Nackenschlag. Aber es wird kein First Down, der Ball war incomplete. Und so betrachtet hat der Herr Gruber wieder alles richtig gemacht. Die Uhr steht. Die Legendaries müssen banden aus der Situation, da gibt es nichts. Und vor allem haben sie die Gläder etwas die Auszeiten erspart. Panther ist schon am Feld. Aber jetzt wird es ganz einfach. So, 2-Minute Warning, 2 Minuten noch. Und die Legendaries banden den Ball. Das kommt echt zu so einer Hollywood-Reifen-Schlusssequenz. 2 Minuten auf der Uhr, 3 Auszeiten im Ball und der eigenen 27 oder so oder 23. Es wird wirklich ein ganz spannendes Spiel. Ja. Also,
So, der Band ist gut. Lost man aus, ja. Ja, es ist die 15, 14 irgendwo. Ja, jetzt. Also, wenn er es jetzt winkt, der Herr Felix Augustin. Ja, dann ist er dann der Hitlerstunde. Dann ist er jetzt im zweiten Jahr eine Legende in Ried. Dann ist er unsterblich in Ried, ja. Und wohin muss er es schaffen? Target Line für Field Goal? Die 30? Ah ja, 30. Das wäre 40, das wäre 47 Grad Field Goal. 47 Grad Field Goal, ja. Also Target Line für die Ried Gladiators ist ungefähr die 30 Grad Linie. Dort müssen wir kommen. Aber man darf nicht vergessen, Legendary Defense kann solche Sachen, das haben wir ja schon oft gesehen, verhindern und sind natürlich auch stark. Das Recht davon Kick, Walk-off-Kick ankommen lassen. Also, so, wir kurios, kurios, kurios. Gutes Finale. In den letzten zwei Minuten. Super Finale. Und es ist spannend. Wahnsinn, im Herzklopfen. Felix Auger hat den Ball, der Pass, der lange kommt wieder. Au. Ja. Jetzt wäre es Nummer 35. Der Manuel Nagler. Der hat jetzt, der Manuel Nagler hat es jetzt in der Hand. Ja, das wäre fast die Spielplatz. Das wäre ein Spiel gewesen, ja. War wirklich sehr knapp. Ein paar Schritte nach hinten und der hat es. Gut. Schauen wir. Zweiter Versuch der Rieder. War inkomplett passt, die Uhr steht. Wieder der Snap, wird wieder ein Pass, wieder ein langer Pass. Ganz knapp. 85, Christoph Schatzl hier um den Finger breit zu kurz. Also, aber sie gehen das Ganze. Ja, sie müssen jetzt Spielzüge bringen, die 30, 35 Hertz bringen. Ja. Aber jetzt die Situation, man hat einen dritten und 10, jetzt muss man mal einen Versuch auf First Down spielen. Ja. Oder zwei Versuche vielleicht sogar auf First Down spielen, bevor man wieder tief attackieren kann. Aber es war jetzt beides drinnen. Also der erste Foster Interception, der zweite Foster Touchdown. Ja, war Wahnsinn. Wenn er den Ball fängt, ist er weg. Da ist er weg. Open Field, ja, muss man ehrlich sagen. Ja, Wahnsinn. Spannend, spannend. Ich bin komplett Quarterback unter Druck. Macht aber noch den Pass, den kriegt er an. Und ja, sie haben ihn. Und jetzt hatten die Nummer 85. Ja. Christoph Schatzl. Jetzt ist er da. Ja, und man wird wahrscheinlich jetzt mal eine Auszeit nehmen, um Ruhe reinzubringen. Ja, so ist es. Die Gladiators nehmen eine Auszeit und jetzt brennt er, der Hut. Jetzt brennt er, der Hut, jetzt braucht es noch 25 Yards, das ist ein Pass und dann ist man wieder reichweite. Man hat noch zwei Auszeiten. Ja, was soll ich da sagen? Aber wieder eine sensationelle Leistung vom Sechser. Ja, Wahnsinn. Er ruht zur falschen Seite, dreht sich über seine Hüften um, wirft eigentlich stark, off ganz stark gegen die Laufrichtung. Extrem stark. Und trifft seinen Receiver auf die Nummern. Das ist unfassbar. Er erinnert mich derzeit ein bisschen an den Kaepernick. Was? Das ist so ein bisschen ein Kaepernick-Spielstil. Aber das, was der da zeigt, der dritte Liga-Spiel, ist unfassbar. Wahnsinn. Wahnsinn. Unglaublich, was der Typ jetzt geleistet hat in einem Viertel. Ja, die Legendaries feiern jetzt die Fans nochmal auch, dass die Defense unterstützen. Die Defense muss jetzt abliefern, das ist ja eine Aufgabe. Aber man hat halt den Felix, Nummer 6 von den Rieder, der eben seit er am Feld ist, das komplette Momentum und hat. Und auch die Ruhe, was er hat, man sieht das total. Wieder ein gut ankommender Pass. Ja. 39, es fehlen noch 11. Ja. Es fehlen eigentlich noch 10 Yards auf einen Shot to nothing. Ne? Sollten jetzt nicht. Würde man in Bullbillard jetzt sagen. Genau. Sollten die Legendaries jetzt nicht vielleicht sogar als Timeout nehmen? Nein, auf keinen Fall. Warum sollten wir jetzt helfen? Ja, schon, aber die Zeit nach hinten aus, die kann da dann halt fehlen. Ne? Und wieder der Pass. Au. Wieder die Nummer 35, wieder der Manuel Nagler. Fast hätte dann wieder gehabt. Und diesmal hat man in Michael Preswarski gesucht, also Main Star Receiver. Ja. Und das ist jetzt echt nur mal so eine Reception weg davon, dass das alles gibt. Ja. Das ist ein unfassbar gutes Finale. Das ist ein Wahnsinn. Wahnsinn. Und wenn man jetzt darüber nachdenkt, wenn die Rieder von Anfang an in Sechser drauf gehabt hätten, dann wäre das schon ganz anders. Schaut ganz anders aus, ja. So, dritter Versuch. Schau mal, schaut wieder noch ein Pass aus. Ich glaube, sie gehen aufs Ganze. Sie machen gar nicht jetzt die 3-4 Yards mit einem Run. Oh ja, jetzt wird es ein Run.
Also sie wollen jetzt im Field-Goal-Reichweite sehen. Ja, schaut sogar aus, wie wir uns durchwarteten. Ja, First Down. First Down, ja. Man wird jetzt wahrscheinlich eine weitere Auszeit konsumieren, damit man noch 3-4 Schüsse auf die Endzone nehmen kann. Ja, ist schon, glaube ich, da die Auszeit. Ein richtiges Effort-Play. Jetzt haben wir aber genau bei dem Thema, was ich erst gesagt habe, das Field Goal, was wir nicht geschossen haben, der eine Punkt, der ist dann fünf hinter. Ja, aber auf der anderen Seite sind auch zwei Field Goals weg, nicht, wenn man dazu rechnen kann. Ja. Aber dann, wie gesagt, das Thema, was wir schon oft in Double Travel angesprochen haben, die Special Teams, ich glaube, das lässt man ein bisschen schleifen, da sollte man sich doch mehr konzentrieren auf das. Ne? Ja, haben wir jetzt eine ganze Offseason lang Zeit. Ja, genau. Aber First Down, wir haben vielleicht noch Minuten. Und knappe Minuten ich sagen, noch. Wir haben noch ein Auszeit auf Seiten der Gladiators, der jetzt ihr zweites konsumiert haben. Ja. Schaut wieder noch ein Pass aus, also es steht alles auf Pass aufgestellt. Ja, kommt auch der Pass, geht okay, wieder noch außen, wieder lange Zeit. Wieder die 35. Zum dritten Mal ist er am Ball dran. Ja, der klopft dann. Das ist jetzt eigentlich, sind die Downs fast belanglos. Ja. Es muss nur einer für die nächsten drei Pässe ankommen. Beyond der 30-Yard-Linie und dann hat man den Schuss, den man haben will. Ja. Lieber wäre es wahrscheinlich jetzt den kleinen Touchdown zu machen. Ja. Aber man ist jetzt eigentlich. Ich würde echt sagen, die Räder haben zurzeit fast die Upper Hand. Ja, ja, schaut so danach aus. Ja. Stimmt, da bin ich wieder vollkommen recht. So, die Nummer 6 steht on the center. Geht wieder nach außen, der Pass wird kommen, ja, ist angekommen, first down. So, und jetzt die Frage, was tut man? Reed nimmt die Auszeit, jetzt wäre interessant zu wissen, wie viel Zeit wir haben. So gut, nicht vor. Ja, werden sie das Field Goal schon versuchen oder werden sie noch einen Versuch machen? Jetzt haben sie. Also ich würde jetzt kicken. Wird der jetzt ein Spielzug gespielt und der wird inbounds gestoppt und soweit ich das jetzt beim Einlaufen gesehen habe, waren 23 Sekunden angezeigt. Okay. Und 23 Sekunden, jetzt rechnen noch 5, 6 für den Spielzug weg, dann ist man nicht gleich aufgestellt. Sie spielen aber. Ja, sie werden einen Schuss auf die Endzone riskieren. Ein Quarterback beendet jetzt aber das Spiel. Das muss man sich bewusst sein. Also ich hätte kein Risiko mehr genommen. Das sind an der 25. 23 Sekunden ungefähr, ja. Das, ich würde da jetzt nichts mehr riskieren und echt einen Kicker die Verantwortung geben und sagen, schieß uns zum Sieg. Aber vielleicht haben wir mehr erteilt und das ist mehr als 23. Dann hat man nachher immer noch die Möglichkeit zu spiken, wenn man nicht gestoppt wird. So, so wieder lange Zeit. Der Felix, oh, der ist einmal ein bisschen abgerissen, glaube ich. Ja, unterworfen. Unterworfen. Glück im Unglück, dass der out of bounds war. Ja, ja. Und man überlegt jetzt, was man tut. Man schickt den Quarterback noch einmal aufs Feld. Also, das würde jetzt nur 4-5 Sekunden kosten. Es wäre wirklich. Keine Ahnung, wie viel Zeit noch auf der Uhr ist. Ja, die ist mit der Uhr, das werden wir für nächste Season werden wir schauen, dass wir das schaffen, dass wir da so eine Uhr kriegen. Jetzt noch einen Schuss in die Endzone und dann müssen sie kicken. Probiert es wieder, geht es selber. Das war, glaube ich, ein Holding. Und? Reflected, den hätte er fangen müssen. Wieso probiert er den Ball nicht zu fangen? Ja, den hätte er fangen müssen, Nummer 29. Nummer 29, wer war der? Der Christoph Moritz. Wenn er den Ball fängt, ist es früher aus. Ja, den hätte er fangen müssen. Ja. Und jetzt? Jetzt wird gekickt, der Kicker darf kommen, schaut so aus. So, und wir haben das alles entscheidende. Nein, ist immer noch der Quarterback. Du hast noch immer ein Quarterback am Feld. Es ist im. Nein, schau! Nein, sie kicken. Ja, die jetzt wird es spannend. Die Nummer 36 übernimmt die Verantwortung. Simon Täubler. Und? Ist der gut? Ja, schaut gut aus. Ja, Kick ist gut. Eine unfassbare Leistung jetzt für die Gladiators im letzten Quarter. Ja. Der Felix August, den dreht das Spiel. Und jetzt stellt sich die Frage, war das ein Walk-off-Field-Goal ohne Zeit auf der Uhr?
Ist das Spiel aus? Schaut so aus. Oder freuen sie sich nur so, nehmen die Strafe und müssen dann trotzdem nochmal kicken? Also das war der Coaching-Move des Jahres, in Felix Augustin zu bringen. Das Spiel ist aus, ja. Ein unfassbares Ende dieser Begegnung. Man muss echt sagen, die zweite Hälfte war alles richtig. Ah, Wahnsinn. Muss man echt gratulieren. Ja, Wahnsinn. Ja, starkes Spiel, gibt's gar nichts. Ja, ist natürlich für die Legionaries enttäuschend die Niederlage. Man nimmt es aber hin, der Beste hat gewonnen, das haben wir schon gesagt. Erst, es war um Spannung nicht zu überbieten. Nein, es hat alles gegeben, was zum Geben war. Es war wirklich alles da. Man hat dann wieder zurück, weil es wieder zurückgekommen von der Legionaries Seite her. Ja. Ein unfassbares Finale. Ja. Und ja. Man muss echt sagen, Reed hat das jetzt mit der zweiten Halbzeit eindeutig verdient, ja, ja. Vor allem im vierten Quarter. Ja. Man sollte den Quarterback austauscht haben, war das ein anderes Footballteam. Anderes Footballteam, stimmt. Und muss man offen und ehrlich sagen. Muss man neidlos anerkennen. Gut. Gratuliere. Adi, ich verlasse dich derweil wieder. Ich verabschiede mich vom Publikum, sage danke. Ja, ich will inzwischen noch da bleiben, mal erwarten, was bei der Siegerehrung so genau. Die Ecke kommt. Und wir werden schauen, dass wir in Rocky erwischen. Für ein Field-Interview. Ja, der Rocky mit der Nummer 78. Ich mache mich bereit. Adi, wir sehen uns nachher noch. Wir sehen uns nachher, ja, passt. Danke, tschüss. Geh du mal deine Jungs interviewen. Ja. Und da haben wir die Reed Gladiators hier beim Handshake mit den Legionaries. Also es war ein Duell auf Augenhöhe. Unfassbares Spiel. Ein souverän, super Finale. Und Reed gewinnt am Ende dieses Spiel mit 17-16 aus der leichten Außenseiterposition. Haben sie es echt geschafft, ein Spiel, das eigentlich verloren gewirkt hat, noch zu drehen. Und Vater dieses Sieges ist eindeutig Felix Augustin. Und es wäre eine Sensation, wenn er nicht der Spieler des Spiels sein würde heute. Der hat das übernommen Anfang des vierten Viertels oder gegen Ende des dritten und hat eine unfassbare Rallye hingelegt. Hat 17 Punkte gemacht mit seinen Männern, um dieses Spiel zu drehen. Von 0-9 auf 17-16. Unglaublich. Und auch ein würdiger Rahmen für das Finale. Wir bedanken uns mal für alle, die sich im Livestream angeschaut haben. Es war super. Wir werden noch lange draufbleiben heute. Auch noch die Siegerehrung mit übertragen. Nochmal alle Leute hochleben lassen, die da dann sich die Medaillen abholen. 10 Jahre hat es gedauert, dass die Legionaries in ein Finale kommen und dann verliert man es in der letzten Sekunde. Also es hat wirklich 3 Sekunden haben gefehlt vor dem letzten Kick, wie wir jetzt wissen, um dieses Spiel zu entwängen. Und dann geht dieser Ball auch noch denkbar knapp über die Field-Goal-Stangen. Also Reed hat es wirklich spannend gemacht, aber sind jetzt ein verdienter Sieger. Was wir jetzt schon spoilern können fürs nächste Jahr, beide Teams sind aufgestiegen, spielen nächstes Jahr in der Division 2. Die Legionaries bleiben in der Westgruppe, werden dort wieder die Spartans haben, die Jasper auf den Bluehawks, die Vienna Warlords und das fünfte Team fällt mir jetzt auf die Schnalle nicht ein. Im Westen schaut es so aus, dass die Reed Gladiators in Zukunft auf die Upper Sturion Rhinos treffen werden, auf die Villach Eagles, auf die Gmunden Rams. Das werden die Teams im Westen sein. Also man wird sie nächstes Jahr wiedersehen. Also beide Teams ab der kommenden Saison Division 2 Programme. Und wir haben unseren Andi Röhringer ausgeschickt. Wir sind nochmal als erste Näherung auf der Suche nach einem reinen Rockenschau, der Nummer 78. Den werden wir als erste interviewen, glaube ich, und dann werden wir uns den Head Coach vornehmen, der siegreichen Gladiators. Da drüben sieht man die zahlreich mitgereisten Fans aus Reed, die ihr Glück jetzt kaum fassen können, nach so einem Spiel am Ende den Pott zu holen. Michael Eschelberg macht sich schon bereit für die Medaillenübergabe.
Dank natürlich auch ans Schiedsrichterteam, heute fehlerlos geblieben, eine super Begegnung geleitet. Keinen Einfluss eigentlich auf den Ausgang dieses Spiels genommen, unscheinbar geblieben, alles wunderbar. Es war ein großes Finale dieser Division 3, der Challenge Bowl, der war die letzten Jahre nicht immer so interessant und spannend, weil doch ein dominantes Team da jedes Jahr da noch umgegangen ist. Diesmal ein Spiel auf Augenhöhe. Und jetzt schauen wir mal, ob der Andi schon irgendwann hat zum Interviewen. Also eine großartige Saison der Legionaries endet heute hier. Für die Reeder ist es die Perfect Season. Wir haben jetzt alle Spiele gewonnen, haben im Grunddurchgang nur deren vier spielen müssen, weil zwei Siege sind dann ja anerkannt worden, weil es die Wargi Warriors nicht mehr gegeben hat. Haben dann im Finale die favorisierten Styrian Reavers geschlagen, heute die favorisierten Legionaries. Also haben wirklich eine große Saison gespielt. Muss man attestieren und werden sicher nächstes Jahr ein Faktor sein. Und ja, für die Legionaries am Ende nicht der Outcome, den man sich gewünscht hat, aber trotzdem ein großes Finale hingestellt, großes Finale organisiert. War wirklich sehr sehenswert. Wir bedanken uns nochmal bei der Cloud Company und hoffen, dass der Andi jetzt dann draußen irgendeinen Eindruck gefunden hat, vor allem nach der 70er in Rhein-Rottenschaft, den wollen wir haben. So, wie im Stream schon gewünscht, hier ist er, der Mann mit der 78, den wollen wir interviewen. 78, Gratulation, es hat die Challenge mal gewonnen, du bist im Livestream immer wieder gefordert worden, wir fühlen natürlich den Wunsch, der Leistungsfähigkeit, oder wie ist dein Gefühl? Ja, mein Gefühl ist unbeschreiblich, fast alle Trends müssen, das ist ein Wahnsinn, so knapp vor Ende, das nur umzureißen und zu bringen, das ist einfach ein Wahnsinn. Mein Dank die O-Line der ganzen Mannschaft, das ist einfach ein Wahnsinn. Die Legionaries waren die ganze Saison dominant, aber ja, was soll man sagen, das Finale am Büro. Wie sagst du, war die Stimmung, war es cool, viele Fans mitgebracht, muss man auch gratulieren, ja, das ist Football Österreicher Zusammenhalt. Nein, das ist wirklich, also unsere Fans sind wirklich top, die begleiten uns, egal ob nach Villach oder was gerade wo, das ist einfach ein Wahnsinn, unsere Fans, und ich bin so stolz, in die Mannschaft zu spielen. Und ja, an alle Leute da draußen, die was jetzt da zuschauen, meine Arbeitskollegen, meine Frau, das ist ein Meister, das ist so geil. Rocky, was wird jetzt noch passieren? Es wird heimfahren jetzt dann und dann wird es heute noch ein riesen, glaube ich, ein riesen Feier geben. Rocky ist so geil, Alter! Das ist eine rabiate Feier, wird das heute. Ja, ich glaube, jetzt werden wir noch zwei Stunden heimfahren und dann werden wir Vollgas geben daheim nochmal. Rocky, danke für das Interview. Sogar danke und weitermachen mit deinen Livestreams, gell? Machen wir, danke. Schauen wir jeden Mittwoch gerne rein. Ich bin unsere treuesten Fans, auf die sind wir ganz stolz, ja. Und wir sehen uns dann am Mittwoch, Rocky, gell? Oder nächstes Jahr. Genau, und nächstes Jahr sowieso, gell? Ja, danke, Rocky. Hey, ich sogar danke. Gell? Ja, ciao. Danke. Also, völlig strahlende Gesichter bei den Riedern. Da war er euer Favorit, den ich schon den ganzen Tag gefordert habe, den René Rocky Rockenschaub. Der da über beide Ohren gestrahlt hat, hat er auch verdient. Hier haben wir das Abschlusshuddle von den Rädern. Dann werden wir die Siegerin streiten. Die erste Ball hat sich schon bereit gemacht. Zuerst das Ding, das die Silbermedaille in Empfang nimmt. Und hier kommen sie, Nummer 36. Stefan Stieger. 77, Patrick Sivkovic. Ich werde es mal einfach der Liste noch vorlesen, ich komme damit die Nummern wahrscheinlich nicht zusammen. Daniel Koller, Clemens Bauer, Lukas Hammerschmidt, Bernhard Ruscher, Tobias Stöger, Alexander Kuptik,
Sebastian Ernst. Und wir werden ganz kurz unterbrechen für ein Interview mit dem Head Coach der Red Gladiators. Gratulation, danke. Geile Partie. Adi hat schon angesprochen beim Livestream. Extrem gute Coaching-Leistung. Zum Schluss noch Auftrag. Wie ist es für dich? Überwältigend, was soll ich jetzt sagen? Ja, es ist sensationell. Also wir haben nach dem ersten Touchdown von uns gesagt, Jungs, jetzt ist alles drin, jetzt leben wir Vollgas und das haben sie dann umgesetzt. Also ich bin so stolz auf jeden von dem Haufen da hinten, das ist unglaublich. Frage von unseren Livestream-Zuschauern, warum hat man den Felix nicht schon vorher gebracht? Hat das einen Grund gehabt? Wir waren auf Wide Receiver ein bisschen dünn besetzt und dadurch, dass er eigentlich auch ein guter Receiver ist, haben wir uns dazu entschieden, dass er die Season ein wenig auf Receiver spielt. Und dann haben wir gemerkt, wir brauchen jetzt ein bisschen einen Change da drinnen, auch ein Change of Pace vom Quarterback, den wir gesehen haben, weil er irrsinnig viel Yards selber gemacht. Und ja, war dann ein glückliches Händchen. War ein Momentum quasi, weil Felix hat eigentlich ein Spieldraht, ne? Absolut. Felix, Top-Leistung. Raphael, dann Gratulation noch einmal. Danke. Tolles Team, sehr faires Match. Schön, dass du da warst, auch dass die Fans mitgebracht haben. Das ist natürlich super. Und da sieht man, dass Football Österreich in Unterhaus lebt, oder? Absolut. Man, ich bin dankbar an die Fans. Ich glaube, es sind gute 100 Leute von uns da, haben da echt Mörderstimmung gemacht. Und ich glaube, es ist für ganz Österreich schön zum Arschen, wenn wir solche Spiele im Unterhaus haben. Vor allen Dingen auf so einem Niveau, man muss ehrlich sagen, wirklich hohes Niveau. Ja. Zwar Low-Score-Game, aber extrem hohes Niveau. Voll. Nervt mich auf allem bis zum Schluss. Raphael, gute Heimreise, danke, passt danke. Auf euch auf und danke nochmal. Passt, danke dir. Ciao. Danke. Alexander Zotter als Offense-Coordinator und Online-Coach, Patrick Diehoff als Wide-Receiver-Coach, Thomas Körner ist als Wide-Receiver-Coach. Also hier das Interview vom Head Coach des Siegerteams von Raphael Gruber, der auch der Mitgründer dieses Teams war, der Vater des Erfolgs in Ried ist. Ich gratuliere ihm recht herzlich. Wir werden uns ja nächstes Jahr in der Liga wieder begegnen. Und ja, die Silbermedaillen sind überreicht. Und jetzt werden wir dann zur Siegerehrung des Siegers, also das Siegerteam haben und da werden wir dann kurz draufbleiben und da werden dann nochmal alle Namen des Siegerteams verlesen. Ja, ich kenne die Situation, Silber ist da jetzt nicht unbedingt das, was man am Ende des Tages in der Hand haben möchte. Trotzdem eine große Saison für die Legionaries, muss man echt sagen. Und hier kommen sie dann zur Siegerehrung. Als nächstes kommen wir nun zum MVP des Spiels, zum wertvollsten Spieler und Ja, zuerst der MVP und das werden wir uns jetzt mal anschauen, wer das wird. Ich habe einen klaren Favoriten dafür und es kann eigentlich nur der Sechser sein. Alles andere wäre ein Skandal nach Watergate-Ausmaßen. Ja, und da ist er schon. Felix Augustin ist der MVP dieses Finales. Unfassbar grandioses viertes Viertel gespielt. Gewinnt hier dieses Spiel für sein Team, muss man echt sagen. Der hat den Umschwung gebracht. Und er ist auch der Erste hier, der die Goldmedaille umgehangen bekommt. Und damit geht's los. Felix Augustin, Florian Boendecker, Michael Bresowski, Simon Schatzl, Jonas Sauer, Dominik Stockhammer, Andreas Stadler, René Weilhartner, Sebastian Zweimüller, Felix Seidenbusch, Christoph Spiesberger, Benjamin Herzog, Christoph Diermeier, Valentin Leutke, Simon Däubler, Florian Koller, Lukas Ziegler, Leonard Moser, Florian Buttinger, Andreas Dannecker, Markus Burgstaller, Simon Hoffmann, Manuel Nimmervoll, Patrick Eder, Christoph Gleicher, Martin Vosteder, Dominik Bortschenschlager, Josef Grims, Robin Kirchbichler, Christian Kolb, Philipp Seidel, Manuel Wimmer, René Rockenschaub, der Mann im Interview, Thomas
Florian Domandl, Christopher Schatzl, Julian Jagerräder, Klaus Frühauf, Andreas Fischer, Philipp Berger und Daniel Büchel. Das ist das heutige Siegerteam der Ried Gladiators, die sich ihre Medaillen hochverdient abholen und der Challenge Bowl Sieger 2021 sein werden und auch in Zukunft immer als derjenige in den Geschichtsbüchern stehen wird. Nächstes Jahr dann in der Division 2. Wir werden uns dann schon langsam aus der Live-Übertragung ausblenden. Ich weiß nicht, ob der Andi Röhringer draußen noch einen Interviewpartner hat. Kein Lebenszeichen mehr von Andreas. Ich hoffe, er hat sich nicht auf die Autobahn geschmissen. Und damit, meine Damen und Herren, verabschieden wir uns aus Schwadorf von dieser Challenge Bowl 2021 mit den Bildern des Siegerteams. Wir haben sogar so einen Flyer oben da. Sehr interessante Geschichte. Das kann man sich wirklich auch nur in Schwadorf vorstellen. Und damit danke, bleiben Sie uns gewogen nächstes Jahr wieder, wenn es dann in der Division 2 um die Punkte und die Medaillen und die Playoffs geht. Danke. Und wir gratulieren nochmals den Siegern des 17. Challenge Bowls, den Ried Gladiators, zum 17-16 Erfolg. For myself and my future, cause I just want all of this greatness. Cause I'm a champion and I'm the one that is really gonna make it. I'm a champion. I'm a fact that this duo my damage, man. They wanna be on the same level, but you don't really seem to practice, man. My night works so hard, and I deal with the situations that.